Pereine zum Gruße, meine Freunde. Ich bin Osko. Und das ist meine Gruppe. Ich weiß, wir haben alle unsere Ecken und Kanten. Und manchmal tun wir Dinge, die euch nicht gefallen werden. Und wenn es euch nicht passt, dann macht eine Pause. Den Rest von euch lade ich ein, uns auf unserer Reise zu begleiten. Doch achtet bitte auf euch. Die Ramag ist ein Land voller Schrecken. Und solltet ihr dafür nicht bereit sein, dann bleibt lieber hier. Der Rest folgt mir. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder DSA ohne DSA-Regeln und deswegen haben wir uns hier versammelt in einer illustren Runde. Zum Beispiel die Sierra als Mora, die Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend. Und Eleanor als Elena, die Amazone. Quadrat zum Große, guten Abend. Und der Kakko als Osko, der Pereine-Novize. Pereine zum Große. Und der Marot als Jandrik, der nicht geweihte Gurgerit. Hallihallo. Ja, der Ossi ist heute wieder nicht am Start. Der muss Feste feiern, habe ich gehört. Und ja, hoffentlich feiert er gut. Wenn nicht, dann hätte er besser mitgespielt hier. Schöne Grüße an dich, Ossi, falls du das nachschaust oder so. Das beste DSA ist das DSA ohne Regeln. DSA-Regeln. Ja, das kann man so sehen, muss man aber nicht. Ja, wir spielen hier in unserem Aventurien in der Rabenmark. Falls ihr nicht wisst, wie die Rabenmark aussieht, kann ich noch mal ganz kurz eine Einblendung machen. Hier, das ist die Rabenmark. Wir befinden uns in der Hauptstadt der Rabenmark in Altzoll, zumindest in der Hauptstadt der Ostrabenmark. Die wird beherrscht vom Nekromantenrat und unsere HeldInnen sind eingedrungen in die Stadt und dort dem anrückenden westlichen Heer die Eroberung einfacher zu machen. Und haben beim letzten Mal Moras Vater getroffen, der in Altzoll noch lebt, und haben erfahren, dass der Nekromantenrat und die ansässigen Drachengarde und die bösen Menschen und Dämonen der Stadt die Stadt ganz schön ausnehmen und knechten und sich wohl zurückgezogen haben. Und die Befürchtungen von Borondria, der Anführerin des westlichen Heers, waren nicht ganz ungut, die waren ja nicht ganz ungut und auch nicht ganz zu Unrecht waren. Denn hier sind starke magische, nekromantische Kräfte am Werk. Und genau. Aber zumindest habt ihr Moras Vater noch am Leben angetroffen. Und es gibt auch eine
kleine Hoffnung im Sinne von, es gibt Leute, die sich rein theoretisch gegen die Obersten der Stadt stellen würden. Allerdings ist die Moral der Leute ziemlich am Boden. Und genau, das ist so ungefähr das, was beim letzten Mal irgendwie passiert ist. Ihr habt noch rausgekriegt, dass die in der Stadt wohl irgendwo magische Energie abgezapft wird oder einkassiert wird. Der magische Strom, den ihr durch das Monokel von Astanio sichtbar machen könnt, versickert irgendwo in der Stadt. Und auch der Elementargeist, der euch eine Zeit lang begleitet hat, wollte nicht näher an die Stadt herantreten, weil er Angst hatte, dann im Astralstrom unterzugehen. Und ja, soweit war es das. Habt ihr noch irgendwas, was ihr herausgefunden habt, was ihr erwähnen wolltet? Nicht. Gut. Ja, ihr könnt das Ganze natürlich auch auf YouTube nachschauen. Hier, wir haben heute auch jemanden neu hier, der uns über YouTube gefunden hat, der Ocke52. Willkommen auch von dieser Seite noch einmal. Schön, dass jemand mal in diese Richtung hier zu uns stößt. Ich hoffe, ja, du kannst dir das dann später angucken auf YouTube und fühlst dich dann nicht gespoilert durch die Folge, dass du hier bist. Aber es soll Leute geben, die haben die Folgen auch innerhalb von ein paar Tagen alle durchgebinged. Mal schauen. Muss man ja auch nicht machen, aber kann man. Ja. Gut. Dann starten wir mal die Zoom-Aufnahme, damit wir auch später ein gutes YouTube wieder rauskriegen. Recording in progress. Hoffentlich funktioniert das jetzt auch. Ja. Hier gab es irgendwie diverse Updates. OBS hat ein Update gemacht, Zoom hat ein Update gemacht, Windows hat ein Update gemacht, irgendwie alles hat Updates gemacht und jetzt ist alles irgendwie neu. Wir sind ja auch im na neuen Jahr, ne? Irgendwie. So im Gut. Dann begeben wir uns mal rein in die Rabenmark und in die Hauptstadt Altzoll. Irgendwann braucht jeder Eroberer einen Mützchenschlaf. Wenn es auch nicht unbedingt körperlich anstrengend war, in die Stadt zu gelangen, so ist es doch eine geistige Belastung zumindest gewesen, immer stetig aufzupassen, nicht zu wissen, was einen erwartet. Und irgendwann holt sich der Körper auch seine Ruhe. Zumal ihr jetzt in der Situation, in der ihr gerade seid, im Haus von Moras Vater, eh nichts Besseres machen könnt mehr an diesem Abend, als euch Ruhe zu gönnen. Doch habt ihr auch die Warnungen von Moras Vater im Kopf. Richtige Ruhe findet man hier in Altzoll gar nicht mehr. Einige von euch sind das vielleicht aus Neu-Ogrinwacht schon gewohnt gewesen, dass es Albträume gibt, die Todesgöttin Tagunitot schickt. Aber hier in Altzoll haben diese Albträume eine andere, eine viel präsentere und ja, plastischere Komponente. Ihr findet euch wieder auf dem Kampfplatz, den ihr schon einige Male betreten habt in einem Traum. Wieder seht ihr die drei Gestalten miteinander ringen und nach ihre Waffen verlieren, bis die letzte Gestalt den Sieg davonträgt. Es ist nicht der Schwarze und es ist auch nicht die weibliche Gestalt, die gewinnt. Und noch diesmal beobachtet ihr den Kampf genauer und seht, dass auf irgendeine merkwürdige Art und Weise die Waffe des letzten Kämpfers
freiwillig abgegeben wird und er dadurch den Sieg erringt. Denn die Waffe sorgt dafür, dass alle Kämpfer sich ratlos einander ansehen, aufstehen und ihre Wege ziehen. Und dieses Ende des Kampfes hattet ihr bis jetzt noch nie so mitbekommen. Und das zweite Bild, was ihr allen gemeinsam bekommt, ist ein Bild von einer urtümlichen Welt, unwirklich, voll Nebel und Rauch, voll Lava, die aus dem Boden hervorsprießt. Der Sternenhimmel völlig anders, als ihr es gewohnt seid. Allein das Atmen fällt schwer. Die Augen schmerzen beim Blick in die Landschaft, wenn man es überhaupt Landschaft nennen kann. Manche würden es vielleicht die Geburtsstunde der Welt nennen, an der ihr nun Zeuge werden dürft. Und ihr seht die Göttlichen, wie sie über Dere wandeln, ihre Schöpfungswerke verrichten. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen gar nicht so schlimm, was man hier sieht, sondern eher etwas Tolles. Aber zumindest ein herausgefordert wird wohl Jandriks Weltbild, als er die toten Götter sieht. Derer drei. Im ständigen Zwist miteinander. Dazu verdammt, um das Reich des Todes zu streiten. Ausgestattet mit verschiedensten Waffen, streiten sie wieder und wieder und wieder und wieder miteinander. Und am Ende entscheidet derjenige den Kampf für sich, der die Macht aufgibt. Nur um sie irgendwann wieder zu holen, wenn die anderen wieder erstarken. Denn töten kann man Götter nicht. So viel ist sicher. Und so reist ihr durch den Strudel der Zeit, von Anbeginn der Zeit entlang, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende, bis kurz vor die Zeit, die ihr kennt. Werdet Zeuge einer Geburt eines kleinen Kindes. Die Mutter in schweren Wehen bringt das Kind zur Welt und stirbt bei diesem Prozess qualvoll. Und ihr seht die Heiler und Hebammen, wie sie mit dem Kopf schütteln, als sie den Herzschlag des Kindes kontrollieren. Ein totes Kind wird geboren. Und bringt den Tod für die Mutter. Und dann ist da etwas weiteres im Raum. Eine Präsenz. Ein Schatten. Der über die Schulter der Hebamme sich erhebt. Seine Arme ausstreckt nach dem Kind. Und dann tut es das erst den ersten Atemzug auf Dere. Und lebt. Und der Schatten zieht sich zurück. Ihr blickt dem Schatten nach und es formt sich ein Rabe, der gen Himmel zieht. Allerdings, Jandrik, ist der Rabe zerfleddert. Fast nur Gebein. Das kann nicht Golgari sein, zumal Golgari die Seelen holt und nicht dafür sorgt, dass die Seelen auf Dere bleiben. Was ist dort passiert? Der Blick zurück auf das Kind, das mit leeren Augen schreiend in den Armen der Hebamme liegt und dann erwacht ihr alle. Und denkt
Es war real und die Verbrennungen von der Lava fühlt ihr fast noch unter den Knochen, unter den Füßen, auf der Haut. Der Rauch brennt noch in den Lungen. Und das Geschrei des Kindes klingt immer noch in den Ohren. Osko schreckt nach oben, tut dabei einen tiefen Atemzug an, sitzt dabei aufrecht, schon nicht auf dem Boden, Schweiß gebadet, Schweiß wird ihm auch noch von den Augenbrauen vom Kinn heruntertropfen und greift sich mit beiden Händen so durchs Gesicht. Schaut sich um. Schluckt einmal dann und probiert seine Atmung wieder im Griff zu kriegen. Und fasst sich dann auch tatsächlich an die Stellen, die er sich zuvor verbrannt hatte eigentlich, wo er sich auch so sicher war. Vielleicht einmal das Laken beiseite tun und einmal seine Füße betrachten. Keine Verbrennung. Und dann noch einmal tief ausatmen und sich die anderen anschauen. Mora, die unweit von ihm lag, ist auch in dem Moment hochgeschrocken. Ihr klebt das Haar schweißnass auf der Stirn. Oh, was zum... Aber sie blickt in Oskos Augen und dann nickt sie nur. Ich glaube, ich habe das Gleiche gesehen. Und dann blickt auch sie sich um zu den anderen. Sind sie wach? Ich weiß nicht. Aber ich glaube auch, dass wir alle wieder den gleichen Traum gesehen haben, oder? Hat sich wieder so echt angefühlt. Und dabei zucken immer noch die Augen von Oskar wild hin und her in Aufregung. Jandrik liegt da, er hat die Augen offen, rührt sich aber nicht, starrt einfach nur an die Decke. Das waren aber andere Bilder, dieses Mal. Ja. Dieses heiße Gestein und die Geschichte mit den Kämpfern. Aber anders. Der sie gesehen? Die Götter. Ja, ich glaube, es sollten sie sein. Edina setzt sich in der Ecke langsam auf und atmet auch tief durch. Hustet auch. Und wie hat sie diesen Rauch sehr krass auch gespürt? Es hat sie an das Feuer von Kurkum erinnert. Sie schaut die anderen an. Ja, die Götter. Und habe ich mich verguckt oder waren das drei Totengötter? Drei, so wie in dem Es waren auch Kampf. viel mehr Kriegsgötter. Was waren noch sonst andere? Es gab so viele Götter. Einer davon sah aus wie eine Wespe. Aber wer zeigt uns diese Bilder? Sind das Wahrheiten? Wir sind in einem verfluchten Land und bekommen wunderliche Träume. Wie können das Wahrheiten sein? Wir können es nicht Wahrheiten sein. Sie haben ihr habt ihr auch nicht auch die Glut des Feuers, die Hitze und den Rauch gespürt, geschmeckt, fast gerochen wie Fleisch Ja, verkohlt ja. ist. Ich weiß, Das dass sogar war. unbegabte Magier Illusionsmagie beherrschen. Die Kräfte, die hier am Werk sind, ich möchte gar nicht wissen, was sie beherrschen. Schon gut möglich. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch beiden war. Schaut zu Elena und zu Mora. Aber der Traum war anders als die Träume zuvor. Ich meine, es ist ja nicht Ja. unüblich, dass wir hier Albträume haben. Das würde Aber der war ich. anders. Ja. Das Albtraumhafteste waren noch die letzten Szenen. Oh ja. Und Das dabei Kind. schüttelt sich Osko nochmal. Oh. Das Kind, das hat mich. Das war beunruhigend, wie dieser Knochenrabe das Kind belebt hat. Was hat das mit dem Raben auf sich?
Ich meine, du hast doch damals noch vor dem Wall diesen Traum gehabt mit dem Raben, als ich den Traum hatte mit dem Seelensammler. Der Rabe, der in hervorflog, an den anderen Raben vorbei und dann zum Knochenraben wurde und zum Knochenthron flog. Ja. Ist das etwas, Irgendwas. was der Seelensammler gemacht hat? Hat der Buron eine Seele gestohlen und auf Dere zurückgebracht? Oder sie daran gehindert zu gehen? Oder das? Jetzt richtet sich Jantrik erst auf, setzt sich hin, schaut die anderen mit düsterem Blick hin an. Ich sag es euch nochmal. Das hier. Es ist irgendein Hexenwerk. Natürlich möchte der Feind uns seinen Geist vernebeln, uns ablenken. Oder uns einen Hinweis geben. Ich Warum meine, sollte er uns einen Hinweis geben wollen? Wir sind sein Feind. mit was hat es, vielleicht hat er es indirekt getan, er weiß nicht, Jandrik. dass wir hier sind. Aber Jandrik hat recht, wir können dem nicht trauen, was wir in den Träumen sehen, wenn Tagunitot uns diese Träume zeigt. Ja, das ist Wir klar, aber. sind hier in Tagunitots Land. Wie können wir glauben, dass irgendjemand anders uns diese Träume zeigt? Natürlich ist es ein Versuch, uns zu schwächen. Aber wenn wir den Anfang mit dem Ende verbinden und das Kind das auch gesehen hat, was wir gesehen haben am Anfang, die Frage ist, wer ist dieses Kind? Kennen wir dieses Kind vielleicht sogar? Das ist Das das ist vielleicht auch egal. ja. Wilde Spekulation. Und natürlich Wenn du das meinst. wäre es einfach zu sagen, dass das Tagunitot ist, aber Nein, 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 das Kind ist nicht der Monitor. nein, 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 ich meine der Traum, dass der Traum Ja, von Tagunitot ach so, kommt. ja. Aber was ist denn, wenn das nicht der Fall ist? Ich habe auch anderes erwartet zu träumen, als diese Vision noch einmal zu haben. Derartige Vision von. Ja, Oskar, sagst du mir doch, was ist denn dann, wenn das nicht der Fall ist? Ganz mal angenommen, was reine Spekulation ist und sehr unwahrscheinlich der Umstände entsprechend. Aber mal angenommen, es wäre wahr, was würde dann das heißen, Oskar? Es würde heißen, dass Boron den Kampf gewonnen hat zwischen den Göttern. Es würde vor Aber allem heißen, dass es nicht einen Gott hat, gibt, der Anspruch hat auf das Recht, der Gott des Todes zu sein. Es würde auch heißen, dass es nicht einen Gott des Krieges gibt. Es würde auch heißen, dass es nicht einen Gott der Liebe gibt. Es würde heißen, dass alles, was man uns erzählt hat, absoluter Blödsinn ist. Das würde es heißen. Und das würde unter anderem auch bedeuten, dass dieser Krieg, den wir hier führen, um unser Land im Namen der Götter zurückzuerhoben, ebenfalls absoluter Blödsinn wäre. Also, ich schlage vor, das ist hier ein Versuch des Feindes, uns abzulenken. Weil genau das tut es gerade. Wir haben da draußen eine Stadt zu erobern. Astanio brummelt in seinem Bart Magierphilosophie. Ja, irgendwie schon. Osko Sammle wird genug noch nicht so Macht und du richtig. wirst zum Gott. Also gibt es mehrere Götter. Jendrik Götter. dreht sich um. Schaut zu Estanio, will was sagen, tut's aber nicht. Redet weiter darüber, wenn ihr wollt. Ich bereite unseren Angriff vor und dann geht er raus. Es ist schwer für ihn, das zu akzeptieren, ne? Ja, ich Scheint finde, mir es. fällt es auch schwer. Ich meine, ich habe meine Göttin, an die ich glaube. Wenn es daneben andere gibt, dann gibt es andere, die an diese Götter glauben. Du hast auch gesagt, Götter haben Kraft, wenn man an sie glaubt, und werden schwächer, wenn man nicht mehr an sie glaubt. Gewisserweise Ich weiß schon. es nicht. Aber ich kann ihn verstehen. Ich habe, als ich das Ja. erste Mal darüber nachgedacht habe, konnte ich das auch nicht so richtig fassen. Aber je mehr ich mich auch mit den alten Schriften, zumindest in diesem, und Oskar holt das Buch, auf dem er auch quasi geschlafen hat, das ist ein Kissen hervor, als ich darin gelesen habe, es ergibt alles irgendwie Sinn. Ich meine, der Anspruch, den die Götter erheben, ist dadurch ja nicht fort.
und die Bedeutung, die sie für uns haben. Und in gewisser Weise stellt sie doch trotzdem dann noch empor, dass sie in unseren Landen den großen Einfluss haben, dass sie bei uns die Herren über Ada sind und dass Boron der Herr des Todes bleibt, quasi. Nur dass er seine Stellung immer wieder beweisen muss gegen die anderen beiden. Ja. Aber wie weit das zielführend ist, und da hat Jandrik recht, das ist jetzt Ja. für unsere Situation jetzt vielleicht gerade nicht so sinnvoll, aber wir müssen uns das vor Augen halten immer wieder. Vor allem diese letzte Szene, die hat mich verwirrt. Dieses Kind zu tun hat. Vor allem wieder, wann ist dieses Kind geboren? Was ist das für ein Kind? Und was hat dieser Knochen aber damit zu tun? Aber, also, was führt er im Schilde mit dem Kind? Oder führt er überhaupt was mit dem Kind im Schilde? Aber, Oskar fasst sich dabei an die Schläfen, nur an die Augen. Das führt uns jetzt wirklich nicht weiter. Seit was, wenn wir dieses Kind kennen? Ist eine. Niemand weiß, wo Xaman daherkommt. Und sie hat seltsame Träume, verhält sich seltsam. Osku denkt drüber nach. Ist ja schon ein bisschen her, aber weiß Osku, woher Xamanda kommt? Sie lag ja Ist überall. eine Waise, ist halt Ist von ein den Bauern Waisenkind. aufgenommen worden. Möglich wäre es, aber wie Naja. gesagt, die Spekulationen dahin sind vielleicht Führt uns ganz nicht wichtig. fort. Wir sollten was frühstücken und dann schauen, was wir machen jetzt heute. Müssen wir auf jeden Fall erstmal das Gesicht waschen. Ich schaue mal nach meinem Vater. Mach Und Mora das. springt auf und verlässt auch den Raum. Ja, Osko wird noch sitzen bleiben und tatsächlich kein Gebet sprechen, aber sich das so in Gedanken so ein bisschen versuchen, sich zu beruhigen, weil diese ganze Situation sehr, sehr aufwühlend ist für ihn. Und probiert einfach in so einer Art stillen Gebet, in so einer Beruhigung, also nimmt sich selbst zu beruhigen dabei und bleibt dann noch einige Momente, vermutlich so in einer Art Schneidersitz dann auch noch sitzen und probiert, seine Atmung zu beruhigen. Und trotz des wahrscheinlich wenigen Schlafs, die jetzt alle hatten, so ein bisschen wieder ja, sich selbst auf Vordermann zu bringen. Stanio bleibt mit dir in einem Raum, beobachtet dich, lässt dich machen. Und wenn er den Eindruck hat, du hast geendet, setzt er sich vor dich ebenfalls im Schleinersitz. Und wenn du die Augen wieder aufschlägst aus der Meditation, sagt er: Der Verblendete, nein, das ist das falsche Wort, der. Altgläubige. Was ist, wenn wir alle die Zeichen sehen und er sie nicht wahrhaben will? Osko reibt sich dabei die Augen. Wie gesagt, die Möglichkeit besteht. Wir können es nicht wissen. Wir brauchen ihn. Ja, das auf jeden Fall. Keine Frage. Du musst mit ihm sprechen. Du sprichst ja allererst für die Götter. Bei der Aussage holt Oskar mal tief Luft. Ja, da hast du gewisserweise recht, aber so richtig. Ich, wie gesagt, ich kann ja Yandex Auffassung verstehen, aber ich weiß nicht, inwieweit er da umzustimmen ist und wie weit das jetzt der Situation ja zuträglich ist. Wenn die Magierphilosophie recht hat und die Götter um ihre Macht kämpfen müssen und wir das gesehen haben, vielleicht werden wir Zeuge dieses Kampfes, wie er jetzt abläuft. Ja, das habe ich die ganze Zeit schon irgendwie Und gedacht. dieses ganze Land hier ist eigentlich Beweis dafür, dass die Magierphilosophie wirklich funktioniert und richtig ist. Wie stark hier Thagunitot geworden ist, weil die Leute angefangen haben, an sie zu glauben. Jetzt sind wir in der Phase, in der Boron seinen wieder die Macht ausgleichenden Schlag
führt. Und danach kommt diese Phase des Vergessens. Es wird schon passen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich zu Jan durchdrehen kann. Nun, wenn es irgendwann darauf hinausläuft, dass wir in den Kampf eingreifen müssen und er leugnet das Ganze, dann wird das kontraproduktiv. Selbst Elena hat es vernünftig aufgenommen, dass es nicht nur Rondra gab. Und Elena ist so ziemlich das Radikalste, was ich kenne an Rondra-Glauben. Ich, aber die Szenen haben mich auch mehr verwirrt als alles andere. Was hatte diese Hummel da zu suchen? Aber gut. Vermutlich hast du recht. Ich. Vielleicht sollte ich mit ihm nochmal sprechen. Ja. Ich glaube, das, was ihm fehlt, ist. Glaube, er ist mir nicht so unähnlich. Und ausgeschmunzelt. Ja, das denke ich auch. Er will das. Er will glauben. Er will, dass das stimmt, was man ihm gesagt hat. Das will ich auch und, oder wollte ich. Nur ich habe schon erkannt, dass es nicht stimmt. Und es hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und vielleicht sieht Jandrik das auch in mir. Und ich sehe andersrum gerade das, was aus mir hätte werden können, wenn. Das ist auch falsch. Oskar nickt schweigend. Das totale Ablehnen ist auch falsch. Oder auch nicht. Also für mich ist es, glaube ich, ach, ich weiß auch nicht. Na, kein Wissen. Glauben. Und Oskar fasst sich ein wenig unter sein Leinenhemd. Du bist der lebende Beweis, dass die Götter mit uns sind und dass sie machtvoll sind und dass sie ein Anrecht darauf haben, dieses Land zu befreien. Wenn einer ihn überzeugen kann, dann du. Ist ja gut. Oskar, Vielleicht muss er. Ich habe ihn. Hast du ihn schon mal wirklich innig beten sehen? und Oskar denkt darüber nach. Hat Oskar Jandrik jemals beten sehen? Jetzt, wo du es Also sagst. vielleicht mal ein Stoßgebet oder so, aber noch nicht so richtig, so wie du das gerade gemacht hast. Und dabei gehört er zu einem Ritterorden, der sich Golgari verschrieben hat. Da ist schon was dran. Wobei ich nicht weiß, wie das bei den Gorgariten ist. Vielleicht, also, beten die weniger? Ich habe darüber noch nie Ernsthaft, nachgedacht. Osko, hast du die nicht gesehen in den Lagern? Ich hatte teilweise was anderes zu tun, aber jetzt, wo du sagst, es ist selbst ein Diese Freund, ja. Hardcore-Typen, die nicht mal gesprochen haben? Und Osko denkt darüber nach. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, na gut. Ich werd mal mit ihm reden, du hast ja recht. Ich hoffe nur, dass das der Gruppe nicht irgendwie mehr schadet. Ich hoffe, Wenn du willst, unterstütze ich dich gern, aber ich weiß nicht, ob das ja. Nee, eine nee, nee, gute nein, nein. Idee Ich mach ist. das. Ich werde unter vier Augen, glaube ich, ist das auf einer persönlicheren Ebene. Ich habe eine Idee. Nimm Mora mit. Sprich zuerst mit ihr und dann jetzt beides zusammen mit ihr, weil auf Mora hört er. Denkt darüber nach, ist so. Auch wenn sie gerade nicht so gut auf ihn zu sprechen ist. Hast du auch die leichte Anspannung zwischen den beiden auch mitbekommen, oder? Bin ich blind? Ich bin alt. Ab Also und ich sehe so teilweise aus, bist dass du ich alt bin. teilweise bist du blind.
Ich habe die letzten Tage kaum gezaubert. Ja, das stimmt, auf keinen Fall. Außerdem fühle ich die Kraft hier, die hier strömt. Ich glaube, wenn ich hier erblinde, dann muss ich schon ziemlich großen Feuerball geschmissen haben. Wobei, bei unserem Plan wären wir da, aber okay, gut. Ich, ja, doch. Wir müssen nur sicher gehen, dass... Ja, ja, klar. Also der Punkt, da bin ich bei dir. Sollten wir irgendwie damit reingezogen werden, müssen die Fronten klar sein. Und muss auch quasi klar sein, dass wir die Situation erkennen. Ich verstehe schon. Ach, dann gehe ich mal zu Mora. Und du, Mora befindet sich gar nicht da, wo du sie vermutest, nämlich bei ihrem Vater, wo sie vorhin verschwunden ist. Sondern wo? Sie wäre eigentlich schon in die Küche gegangen oder in die Stube und hätte da ein bisschen versucht, Frühstück zu machen, irgendwie so einen sehr dünnen Haferbrei. Aber ich glaube, wenn Osko aus der Stube tritt, dann ist sie tatsächlich auch gerade noch. Es sieht fast aus, als wäre sie gerade auch schon auf dem Weg zu Jandrik. Sie steht da ein bisschen wie Falschgeld herum und naja. Da erwischt sie quasi. Also Mora steht irgendwie auf dem Gang irgendwo rum. Genau, sie steht auf dem Gang und überlegt und murmelt leicht. Aber du kannst vielleicht nicht hören, was sie zu sich murmelt. Sie scheint gerade so in Gedanken versunken zu sein. Ja, Osko klettert diese Leiter herunter. Ah, perfekt, mit dir wollte ich noch reden. Osko, mit mir? Ja, vielleicht in die Küche? Ja, ich glaube, das Frühstück musste fertig sein. In der ist Jandrik. Ah, okay, dann woanders hin. Da rein. Ist das die Abstellkammer? Egal. Einmal kurz euch in der Besenkammer wieder. Osko? Nur kurz reden. Unter vier Augen. Und sie macht dann die Besenkammertür auf, lässt ihn vorgehen, tritt hinter ihm hinein und macht mit einem sehr fragenden Blick die Kammer wieder zu. Was hast du angestellt? Ich habe gar nichts angestellt. Es ist etwas, was... aber andersrum. Wir sind jetzt hier drin, damit uns Jandrik nicht hört. Ich wollte was mit dir besprechen, was gerade schon Astanio mit mir besprochen hat. Mhm. Dir, uns, Astanio und mir, wahrscheinlich allen, ist ja aufgefallen, dass Jannik ein wenig, sagen wir, sehr starr ist, was seine Ansichten angeht. Ja, natürlich. Astanio hat, ich finde, irgendwo auch zu Recht die Bedenken geäußert, dass das vielleicht von Vorteil wäre, wenn wir alle in der Gruppe auf einer Wellenlänge sind. Und ich glaube, wir waren uns doch alle einig, dass das, ich meine, natürlich die Möglichkeit besteht, dass das von Tagunitrot kommt, aber sind wir mal ehrlich, der Traum hat sich anders angefühlt. Aber Astan und ich sind der Überzeugung, dass das nicht von Tagunitrot kommt, dass wir vielleicht nicht die ganze Wahrheit gesehen haben, aber dass es sehr viel Wahrheit drinsteckt. Warum sollten andere diesen Traum dann mit uns gesehen haben, die nicht im Osten waren? Wenn man noch jemand, der diesen Traum gesehen hat. Und sollte es zu der Situation kommen, dass wir in diesen Kampf eingreifen, dann sollten wir alle uns auch dieser Situation doch bewusst sein. Dann sollten wir doch alle auch verstehen, dass es diesen Kampf gibt. Und ihn nicht leugnen. Oder nicht? Ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich bin keine Geweihte, aber Borondria hatte diesen Traum. Und ich glaube, dass es was zu bedeuten hat, aber das ist so komplett anders als alles, was wir bisher kennen. Weißt du, Osko? Also, dem muss ich das ja eigentlich nicht sagen, aber... Nein, nein. Aber das heißt ja,
Dass es andere Kulturen gibt, die an andere Götter glauben. Aber die Zwölfe, die sind wahr und echt. Und Weißt du? jetzt soll es andere geben. Und andere, die Boron gefährlich werden können? Nun. Es ist einfach, ich kann verstehen, warum Jandrik da so zweifelt. Ich Da. find es auch irgendwie, es Es wirkt auf den ersten widerstrebt Blick mir. komisch, ja? Es wirkt auf den ersten Blick komisch. Erinnerst du dich noch? Weil wer kann einen Gott herausfordern? Und Eben nur andere Götter. ja, aber was macht ihn dann zum Gott? Nun, das sind Fragen, die ich mir auch gestellt habe, aber Das ist vielleicht ist nämlich es nicht ja die eben. Frage, weil das sind ja keine, das ist ja nicht wie du und ich, weißt du? Und wenn Götter streiten können, gut, Götter streiten, aber sie haben ihren Platz, Osko. Ja, und das haben sie ja Bisher immer ist noch. alles, was ich daran ge Deswegen sind wir losgezogen, verstehst du? Deswegen haben wir nur irgendwo Wacht verlassen und machen all das hier, weil die Götter ihren Platz haben und jetzt sollen sie plötzlich nicht mehr ihren Platz haben? Aber Jetzt soll das alles streitbar sein? spricht das denn ihren Platz ab? Nur, dass sie um diesen Platz halt auch streiten müssen? Spricht das denn ihre Göttlichkeit ab? Nein. Ich weiß es nicht, Oskar. Ich weiß so vieles nicht. Aber Aber das das ist ist das, nicht was der ich jeden Punkt. Tag lerne. Ich verstehe das auch absolut. Ich kam darauf das erste Mal, als ich eine Geschichte von einem alten Parinor gelesen habe, der über diese alten Kulte hier geschrieben hat. Erinnerst du dich an die Geschichte des Humus, die ich da auch mal kurz erzählt hatte? Ja, Humus irgendwas. wurde in diesen Landen lange noch verehrt. Und tatsächlich war es auch so, dass sich die Piraine-Kirche damit abgefunden hat, beziehungsweise daran erkannt hat, dass es nichts ist, was ein Problem für sie ist, weil es ist der gleiche Aspekt. Und natürlich, ich bin immer noch der Überzeugung, dass die einzig wahre Göttin der. Aber heißt das, dass das variabel ist, wo Peraine steht? Naja, die Lande hier sind noch das beste Beispiel. Dort, wo wir an sie glauben, ist Pereine. Dort, wo du an Fex glaubst, ist Fex. Deswegen, und das ist ja das Problem dieser Lande, herrschte hier Und eben die Fex dunkle ist hier, Mutter. daran zweifle ich nicht. Sonst wären wir nicht hier in diesem Haus. Sonst wären wir nicht in die Stadt gekommen, wenn wir nicht Facts auf unserer Seite gehabt hätten. Und ich bin der Überzeugung, dass Boron auch hier ist. Denn sonst hätten wir die Albträume gehabt, die jeder andere hier wahrscheinlich auch hatte. Wäre Boron nicht hier gewesen, würden wir aus diesem Traum niemals aufwachen. Aber Boron ist hier. Und ich bin der Überzeugung, ohne dass ich große Kenntnis über boronitische Götterdienste hatte, aber wenn ich mir bei einer Sache sicher bin, dann, dass er uns hier nicht alleine gelassen hat. Denn ansonsten hätte das hier doch ein ganz anderes Ausmaß. Deswegen glaube ich auch, dieser Traum etwas zu bedeuten hat. Und natürlich, die Bilder, die wir bekommen haben, die sind erschreckend gewesen. Keine Frage, auch hat es mir den Atem verschlagen, als ich die Herrin Pereine gesehen habe. Aber nur weil da noch andere Gestalten um sie herum waren, glaube ich nicht, dass das gelogen war. Ich bin auch noch nicht an dem Punkt, dass ich alles für dich verarbeiten konnte, aber ich glaube, dass da etwas Wahres dran ist. Und dass diese Wahrheit, die wir da vielleicht gesehen haben, eben auch nicht bedeutet, dass wir unseren Zwölfen die Göttlichkeit absprechen. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Und deswegen denke ich, dass es wichtig wäre, wenn wir mal mit Jendrik reden. Vielleicht können wir irgendwie zu ihm durchdringen und vielleicht aus dieser
aus dieser Starrheit befreien. Ich Aber meine, ich glaube, ich kann das nicht wenn, alleine. ich glaube, egal welcher Kampf gerade von Boron geführt wird oder auch vielleicht nicht geführt wird, ist das, was Jandrik versucht zu tun, ein Götterdienst zu leisten. Hoffe ich doch. Wenn du mit ihm nochmal darüber reden willst, dann werde ich dich begleiten. Ich glaube nämlich auch, dass das eigentlich ein Götterdienst ist. Und ja, ich brauche vielleicht noch etwas Unterstützung dabei. Ich, ja, und. Ist aufgefallen, dass er gerade nicht so richtig gut auf mich zu sprechen ist? Weil ich mich wie ein Idiot verhalten habe? Ich glaube, das ist so ein bisschen. Und ja, aber. Danke. Ich bin nur ehrlich, du kennst mich. Aber ich glaube, zu dir hat er nochmal einen anderen Draht als vielleicht nach allem, was passiert ist, zu Astanio. Ja. Gut, dann, wenn du mit ihm sprechen willst, jetzt. Ja, das sowieso. Wir müssen das jetzt klären. Nicht gleich. Und dann stößt sie die Tür der Speisekammer wieder auf und lässt Osko vorgehen. Da sitzt Jandrik und isst besagten dünnen Brei. Mora lässt sich neben ihn, also nimmt sich einen Stuhl und setzt sich neben ihn. Nimmt sich auch eine Schüssel, aber isst nicht. Ich dachte schon, ihr kommt. Nee, wir haben es eilig. Wir haben noch einiges zu tun heute. Guter Punkt. Aber. Und dabei sieht sich Osko auch eine Schüssel, tut sie ein bisschen von dem Brei auf. Vielleicht sollten wir vorher nochmal über das von vorhin nochmal sprechen. Über was? Über diesen Traum. Das haben wir doch schon besprochen. Über die Möglichkeit, dass das, was wir gesehen haben, nicht nur Illusion war. Und bevor du was sagst, denke daran, Orondria hatte diesen Traum, diese Vision, diese drei Gestalten. Auch sie hat die drei Gestalten gesehen. Und wenn es drei Gestalten sind und einer davon Boron und da auch nur ein Fünkchen Wahrheit drin ist, dann kämpft Boron gerade. Sie hat aber nicht diesen Abschluss gesehen. Ja. Davon hat sie mir zumindest nichts erzählt. Richtig. Wie dieser Traum endet, das weiß sie nicht. Und genau dieses Ende ist es doch, was mich dazu bringt, sicher zu sein, dass es ein Trick sein muss. Ein Versuch, uns durcheinander zu bringen. Was anderes kann es nicht sein. Aber es zeigt uns, dass. Ja, was zeigt Boron es? Boron siegt? Warum? Weil die anderen vergessen. Er ist der Letzte, der die Waffe führt, und er ist der Letzte, der die Waffe abgibt. Ich Nach seinem nämlich... Sieg herrscht wieder Frieden zwischen diesen dreien. Nein, dieser Traum zeigt uns, dass Boron gesiegt hat. Er sagt uns nicht, dass er siegt. Er sagt uns, dass er gesiegt hat, weil er irgend... Ich verstehe diesen Traum nicht. Er gibt die Waffe ab, was auch immer das für eine Metapher für was auch immer sein soll. Ich bin kein Geweihter. Aber was ich weiß ist, wenn dieser Kampf einmal war und dadurch wurde entschieden, wer der Gott des Todes ist, dann ist das eine Sache. Okay, damit kann man arbeiten. Dann haben wir jetzt den Gott des Todes. Aber wenn dieser Traum immer wieder kommt, wenn das etwas ist, was sich immer wieder wiederholt, gibt es keinen verdammten Gott des Todes, sondern nur den mit der dicksten Waffe oder dem besten Trick. Und das ist hier das Problem. Aber spricht das denn die Göttlichkeit von denen ab? Den der sieht? Natürlich! Oder den Natürlich spricht es ab. Gott zu sein bedeutet, über die anderen überlegen zu sein. Es bedeutet, das Recht zu haben, zu entscheiden, was richtig ist und was falsch ist.
Aber Wenn das hier nur ein was? Wettstreit ist mit dem, der den besten Trick hat, dann bedeutet das doch dann, Osko. Das würde doch bedeuten, dass es überhaupt nicht sicher ist, dass, dass es überhaupt nicht sicher ist, dass unsere Götter die Guten sind. Verstehst du das nicht? Was das heißt? Ah, Jandrek. Das heißt, wir haben hier nichts zu suchen, wenn es so ist. Wenn es so wäre, sind wir nicht die Guten. Und dann haben wir überhaupt kein Recht, hier irgendeinen Krieg gegen irgendjemand zu führen oder eine Stadt niederzubrennen. Wir sind im Begriff, eine Stadt niederzubrennen. Hört ihr euch selbst mal zu? Also schlage ich vor, dass das hier eine Illusion ist. Weil die logische Alternative wäre, die Sachen zu packen und nach Hause zu gehen. In unser Land, weil in diesem haben wir nichts verloren, weil diese Leute haben sich einen anderen Gott ausgesucht. Aber das haben sie nicht, Herr André. Ach ja? Sie haben sich das nicht ausgesucht. Ach ja? Haben sie nicht? Nein. Die sind seit 10 Jahren, hocken sie hier in diesem Land und haben nichts getan. Ich würde das so sagen, dass man sich das aussucht. Und Osko schaut in Richtung Mora. Sie haben nichts getan? Sie haben ein doch paar versucht, vielleicht. Die alle André. Da. Schaut doch in die Stadt. Was haben Sie getan? Was tun Sie jetzt? Jetzt, wo Sie eine Armee vor Ihrer Tür haben, selbst da tun Sie nichts. Es sind nicht alle so wie du, Osko. Sie hatten nicht alle keine so wie Wahl. Jandrek. Man hatte immer eine Wahl. Ja, aber für den einfachen Menschen ist die es Wahl ist egal. Des Todes ist, nicht die man wählt. Man arrangiert nicht, sich. Das ist nicht die Diskussion hier. Die Tatsache ist, wir führen einen Krieg mit dem Argument, dass die falschen Götter in diesem Land die Menschen geißeln. Und das tun aber sie. Aber wenn es keine Götter gibt. Aber es gibt sie, Götter. Wir haben sie alle gesehen, diese Nacht. Und dein Gott hat dir deinen Traum gegeben. Moment. Es kann nicht von ihr kommen. Ich spiele hier jetzt mal Advokat des Bösen. Oder des Namenlosen. Wenn es so wäre und es stimmt jetzt hier, dass die Götter einen Wettstreit führen, die Götter, ja, wer hindert dann denn zum Beispiel eine Gestalt wie, sagen wir mal, Borbarat daran zu sagen, ich gewinne jetzt diesen Kampf, weil ich bin der Mächtigste. Weil es dann nämlich nicht mehr darum geht, wer ist der rechtmäßige Gott, sondern wer hat die meiste Macht. Dann kann jeder Gott sein. Gott bedeutet dann nichts mehr. Und dann gibt es keinen Grund, diese Leute anzubeten. Weil es sie nämlich dann genau das sind. Sie sind dann nämlich einfach nur noch Leute. Mit Macht. Und für die gehe ich ganz bestimmt nicht in den Tod. Was auch immer der Tod dann ist. Aber die Götter gab es doch, wie wir das gesehen haben. Schon vor alledem. Welche? Schon dieses alle. Bienending zum Beispiel? Zum Beispiel. Humus. Es gab die vorher. Ich habe die Geschichte doch schon mal erzählt. In diesen Landen herrschte vorher nicht Herren Pareine. Aber dann es war Humus. Haben wir hier wieder wirklich nichts zu suchen. Weil dann ist es einfach nur eine Frage, wer beherrscht das Land? Nicht, wer ist der rechtmäßige Gott, sondern wer beherrscht das Land? Und das ist die Person, die es eben gerade tut. Aber und warum aber sollten sie wir mit dann Recht hier oder die nicht? Leute... Was? Aber herrscht sie hier mit Recht oder nicht? Das Was ist doch ist der denn Punkt. Recht? Was ist, wenn es ein Wettstreit ist, denn Recht? Jandrek, du hast gesagt, wir ziehen hier hin für die Götter. Aber ich erinnere mich noch, als wir in der Urwach losgegangen sind. Wir haben gesagt, wir ziehen nicht für die Götter hinein. Wir ziehen für die Menschen hier rein. Wir sind hier die für die Menschen. Die wollen unsere Hilfe aber doch gar nicht. Schau sie dir doch an. Jandrek, keiner von denen jahrelang, will. Sie haben jahrelang sich etwas einreden müssen, damit sie hier überleben können. Jahrelang wurde ihnen gesagt, dass das die einzige Möglichkeit ist. Oder sie konnten nur daran denken, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie sie hier überleben können, sich irgendwie mit diesen Gegebenheiten zu arrangieren. Aber keiner von ihnen würde doch sagen, dass er die Albträume, die ihn die dunkle Mutter schickt, irgendwie gutheißen würde. Man arrangiert sich damit. Glaubst du nicht, dass sie sich alle den guten, wohltuenden Schlaf von Boran wünschen würden, wenn sie ihn hätten? Wenn nicht Borbarat und so eine Verpestung dieses Landes sie dazu genötigt hätten, etwas anderes anzunehmen als das? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich kämpfen würde, wenn ich von einer Sache überzeugt bin. Und das ist dass leicht ich mich gesagt, wehren würde. Und das ist nein, so das leicht ist gesagt.
Ach ja. Du bist ein paar Wochen hier und ja, ich weiß, das sage ich jetzt zum dritten oder vierten Mal. Aber es ist so leicht gesagt, wenn man von hinter dem Wall kommt, dass man sich gewehrt hätte, dass man für seinen Gott eingestanden wäre, dass man mit Fackeln und Heugabeln auf die Straße gegangen wäre. Und das sind viele. Und die sind jetzt alle tot. Es gab hier genug Leute, die einfach zugeschaut haben oder Borbarat sogar angenommen haben. Mehr als genug gab es. Ihr könnt nicht behaupten, dass sich alle dagegen gewehrt haben. Ganz Nein. im Gegenteil. Nein. Nein. Aber das tut doch den anderen keinen Abbruch. Und mir hat man beigebracht, dass die Lehren Borbarats falsch waren, böse waren, schlecht waren, dass wir die neu alten Götter zurückholen müssen in dieses Land, weil es dieses Land geißelt, weil die Lehren... Und das tut es. Und das tut es. Aber du hast es doch gerade gesagt. Du bist doch auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufgewachsen. Erinnere ich doch daran. Wie bist du aufgewachsen? Vielleicht ähnlich wie ich. Morgens, mittags, abends ein Gebet auf den Lippen, Predigten geübt und die Lehren unserer Götter verinnerlicht. Aber das hat doch nicht jeder von uns. Nicht jeder von uns ist Tag ein, Tag aus auf dem Felde rummarschiert, hat Pilger bei ihrer Reise begleitet und der Saat beim Wachsen geholfen, in meinem Fall. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Wie bist du aufgewachsen? Du hast gerade gesagt, dein Leben lang wurde dir genau das auch beigebracht. Das hat dich geprägt. Andere Menschen sind anders geprägt worden, sind hier eventuell geboren worden, aufgewachsen. Sie kannten nichts anderes. Das verändert Menschen. Und irgendwann hinterfragt man das auch nicht mehr. Man arrangiert sich damit. Aber das bedeutet nicht, dass sie, sollte man ihnen jetzt eine andere Möglichkeit offenbaren, dass sie die sofort abwehren würden. Es ist ungewohnt für sie, keine Frage. Ja. Du hast es doch gestern gehört, sie haben die Möglichkeit. Aber noch einmal, dieses Gespräch lenkt von dem ab, um was es eigentlich geht. Ihr wollt darüber reden, ob dieser Traum echt ist oder nicht. Wenn er echt ist, sage ich euch ganz klar, dann weiß ich nicht, für was ich hier kämpfe. Warum sollte ich dann für irgendeinen Gott kämpfen? Weil du für deinen Gott kämpfst. Die Kämpfe dieser Geschöpfe haben das hier doch alles erst dann angerichtet, oder nicht? Die Geschöpfe? Möglich ist es, ja. Und deswegen schlage ich vor, und es macht auch einfach mehr Sinn, dass es genau das versucht. Wir sind am Tag unseres Angriffs auf diese Stadt. Und plötzlich kriegen wir einen solchen Traum, der uns ablenkt und damit wieder mit etwas anderem beschäftigt, dass wir uns wieder nicht auf das konzentrieren, was wir eigentlich machen müssen. Oder wir haben sowieso keinen Einfluss. Wenn hier irgendwelche höheren Kräfte miteinander kämpfen um irgendeine Macht, um des Todes oder was auch immer, was können wir denn da tun? Wir sind oder? Die Gläubigen dieser Götter. Stärken sie oder schwächen sie? Wenn wir an sie glauben oder nicht, kommt von Elena aus dem Off, die gerade zur Tür reinkommt. Und du... Warum wollt ihr das unbedingt glauben? Ich verstehe es nicht. Warum ist euch das so wichtig, dass das die Wahrheit ist? Warum? Ich habe damit gerechnet, den Fall von Kurkum zu sehen, meine Sünde zu sehen. Und ich habe diesen Traum bekommen. Der kann nicht von Tagunitat gekommen sein. Warum nicht? Weil es nicht ihre Art ist, so einen freundlichen Traum zu schicken. Er ist uns. Verwirrend, aber er ist... Er hat schon alles erreicht, was er wollte, dieser Traum. Wir sind zerstritten, ja. Nicht. Aber das vielleicht hatte der Traum auch ein anderes Ziel. Was ist denn die Konsequenz? Vielleicht haben wir in diesem Traum, oder vielleicht sehen wir das Ende dieses Traums, weil wir so nah sind im Osten. Oder vielleicht hat Boronja das Ende auch schon gesehen. Nicht verraten, du hast ja auch gesagt. Osko, was willst du von mir? Sollte es dazu kommen, dass wir in diesen Kampf angreifen, und ich bin der Überzeugung, dass wir das tun, denn deswegen haben wir mehr gesehen von dem Kampf, ist es wichtig, dass wir uns dessen gewahr sind, was wir da gesehen haben, und dass wir es auch anerkennen, dass wir es gesehen haben, damit wir uns wirklich auf die einzige wahre Seite stellen können. Und zwar die von Boron, demjenigen, der uns diesen Traum geschickt hat, demjenigen, der möchte, dass wir das sehen, was wir gesehen haben, damit wir weiterhin eingreifen können. Und
Wenn das alles wahr ist, wer sagt uns denn dann, dass Boron die richtige Seite ist? Das können wir nicht wissen. Aber wie kannst Jandrik, du sowas sagen, Jandrik? Wie kann ich sowas sagen? Das ist der logische Schluss aus diesem Traum. Wir haben bisher gut unter den Zwölfen gelebt. Was ist, wenn mein Vater, ich meine, was ist, wenn Borbarat recht hatte? Ich habe jetzt seine Thesen nicht im Kopf. Hallo? Astanio hat es uns doch erzählt. Mora blickt sich um. Sprich. Ja? Wer ist denn da? Moras Vater. Ach so. Mora steht auf vom Tisch und gibt ihm eine Schüssel Haferbrei. Ihr redet ziemlich laut. Ich dachte mir... Ja, wir drehen uns im Kreis. Ja. Ich habe die Frage gehört. Und? Woran man erkennt, ob wer es geschickt hat. Ja? Gibt es darauf eine Antwort? Nach alledem, was ihr da gerade diskutiert habt, denke ich, vielleicht hat Tagunitod Jandrik vielleicht genau das geschickt. Sie schickt das, wovor du am meisten Angst hast. Und Jandrik scheint am meisten Angst davor zu haben. Naja, dass all das umsonst ist, was er tut. Stimmt das? Ja. Ich habe Angst, dass ich all die Dinge, die ich getan habe und noch tun werde, für eine Lüge tue. Und das... Warum hast du Boron gewählt? Du hättest da auch ein Streiter Rondras oder ein Streiter Praios werden können. Ich habe niemals Boron gewählt. Boron hat mich gewählt. Mein Onkel hat mich aus diesen Landen geschafft, als ich noch ein Kind war. Ein kleiner Junge, kaum in der Lage zu laufen. Und er hat mich in dieses Kloster gebracht, in dem ich aufgewachsen bin. Ich hatte nie eine Wahl, was ich glaube. So wie Mora es gesagt hat, wie die Leute hier keine Wahl hatten. Nicht wahr? Ganz genau. Und wenn du die Wahl hättest, wen hättest du gewählt? Darauf antwortet Jandrik nicht. Schaut ihn nur an. Ich denke, die in Alvaran herrschen, die Zwölf, sie beweisen ein ums andere Mal, und nicht erst jetzt, mit eurem Erscheinen hier, wofür ich lange gebetet habe, meine Tochter wiederzusehen und alles. Dass sie das Gute für die Menschen wollen. Daher, Jandrik, weiß ich, dass wen ich wählen muss. Weil es das Gute ist. Ist es das, ja. Nehmen wir an, ich habe alles gehört, tut mir leid, aber nehmen wir an, diese drei gibt es wirklich und sie streiten. Und du bist dir nicht sicher, wen du wählen sollst. Wählst du den, der für die Menschen ist? Der für dich ist? Oder wählst du den Blutgott, dessen Todesanspruch das ist, dass Tod und Mord herrscht, wie bei den Orken? Oder wählst du die toten Göttin, wie sie hier herrscht, auf ihrem Schädelthron, deren einziges Ziel es ist, den Tod zu überlisten, die Seelen auf Dere zu halten,
zu knechten, in ihre Geißelungsfabrik zu finden, ihre Geißelungsmaschinerie zu finden. Zu binden, sie nicht frei werden zu lassen. Oder wählst du den, der am Ende gewinnt, weil er seine Waffe streckt und den Kampf aufgibt und damit dem Menschen ermöglicht, mit dem Tod umzugehen? Wenn das so ist, dann würde ich natürlich den wählen. Aber das Problem ist doch, dass wir nicht wissen, was noch stimmt. Was überhaupt stimmt. Vielleicht können wir es beeinflussen. Haben uns die Kriege hier nicht gezeigt, was stimmt? All die göttlichen Wunder. Ihr habt sie doch alle gesehen. Ich habe davon gehört, dass eine ganze Stadt in die goldene Stadt in Gareth niedergestürzt ist. Ich habe von dem großen Praios-Wunder in Beilung gehört. Ich habe mich immer gefragt, warum es hier keine Wunder gibt. Und dann kam die Nachricht, dass Warung mit dem Hexenberg, wo Razazors Grab ist, Razazors Thron aufgestellt war, ein untoter Drache, unglaublich mächtig, mit dem Seelensplitter Targunitos gekrönt. Diese Stadt ist gefallen. Der Drache ist gefallen. Der Streitwagen Rondras preschte in den Berg und befreite die Stadt. Und dann bete ich, dass das auch für Altzoll kommt. Und dann kommt ihr und sagt, es kommt ein Herr. Meine Gebete wurden erhört, Jandrik. Ich möchte nicht mehr geknechtet sein. Dieses Land ist geknechtet länger, als Borberat es gab. Schon vorher, die Trolle, die Oger. Vielleicht ist es wirklich nicht wichtig, ob diese Leute Götter sind. Es ist nur wichtig, dass sie auf unserer Seite stehen. Menschen stehen auf der Seite, wo es am meisten für sie zu holen gibt. Das ist immer im Herz des Menschen drin. Und natürlich gibt es Leute, die denken, Targunitor würde ihnen etwas bieten, was die Zwölfe ihnen nicht bieten kann. Und sieh dir den Nekromantenrat an, das sind auch Menschen. Borberat war ein Mensch, glaube ich. Mora reicht ihre Hand über den Tisch und nimmt die Hand von Jandrik und drückt sie in dem Moment. Sein Blick wandert zu ihr, schaut sie an. Doch selbst in einem Land, in der die Totengöttin auf ihrem Knochenthron herrscht, in ihrer Hauptstadt, in ihrem Haupttempel, hierher kommen die Zwölfe. Gut. Also, Oskar. Was ich dir sagen kann, ist, ich werde immer für die Freiheit der Menschen kämpfen. Immer. Das wird sich nie ändern. Ist das das, was du hören willst? Hm. Ausgerechnet. Können wir jetzt dann endlich eine Stadt niederbrennen? So schließt die Augen, liegt kurz. Dafür braucht man einen alten Mann. Dass sie das nicht hören. Das der sitzt so immer noch drüben in der Kammer und meditiert über seinen Büchern. Ja. Mal gucken gehen, ob ich ihn davon gelöst kriege. Ich bringe mal was zu essen, sonst der Haferbrei konnte es nicht.
Nein? Oh, typisch. Ich gehe mal. Die Lena wird es mal drüber gehen. Ja, Klopft an die Estanio sitzt Türrahmen. immer noch im Schneidersitz, wo Osko ihn verlassen hat und die leere, also die noch volle Schüssel Haferbrei vor ihm. Die Lena klopft an den Türrahmen. Hey! Und? Irgendwas in den Büchern gefunden? Seid ihr fertig mit Streiten? Sind wir. Ihr wart zu laut. Entschuldige, du kennst Jandrik und uns. Bitte mal versitz dich, aber immerhin haben wir ihn überzeugt bekommen, dass er doch, wenn auch nicht für die Götter, für die Freiheit der Menschen kämpft. Was ist eigentlich mit deinem Haferbrei? Der ist wirklich gut. Keine Solltest du was Zeit. essen? Keine Zeit, keine Zeit. Ich Wenn du sammle nichts isst, Kraft. dann kannst du dich auch irgendwann nicht mehr konzentrieren. Tu mir den Gefallen, bitte. Später. Elina geht rum, greift sich die Schüssel, setzt sich vor ihn und hält ihm sofort unter die Nase. Komm Warum? schon. Stell ihm das so halb, halb aufs Buch. Hättest du denn Zeit für ein Gespräch? Wir wollen absprechen, was wir jetzt als nächstes tun. Feuer legen, dachte ich. Ja, aber nicht alle gehen ja das Feuer legen. Aber ich? Nichtsdestotrotz sollten wir trotzdem absprechen, wann und wie. Na, jetzt komm, du Bücherwurm. Und die Lena hält ihm die Hand hin. Nicht? Vielleicht hat Jandrik recht, es hat genau das bewirkt, was es sollte. Wir streiten uns. Der Streit ist beigelegt. Nein, ist er nicht. Jandrik hat klein beigegeben. Ja. Aber Einsicht, es sieht anders aus. Er ist so Das stur. stimmt. Tja, irgendwer kommt mir das bekannt vor. Komm schon. Du musst ja nicht mit ihm direkt sprechen. Oder dich neben ihn setzen. Meinst du, dass er gibt jetzt gerade ein gutes Bild ab? Kann sich natürlich auch neben ihn setzen. Wenn sich ihm der Platz ihm gegenüber ist, belegt. Lass mich Da sind. raten, Osko. Nein, nein. Mora natürlich. Ah, geh ihm gegenüber, ja. Was denn? Du bist doch hier der Romantiker von uns beiden. Ja, lass uns in einen Feuerwall hineintanzen oder so. Jetzt wirst du aber verrückt. Ich gehe schon mal vor. Weißt du, was mich quält? Den hält Fragen. inne. Quälen mich. Quälen uns alle. Welche sind es bei dir? Verratskeim. Sie Aber hockt sich neben ihn. in diesen Büchern, die ich gefunden habe, stand ganz viel schon drin und die ich von Frau Rattel bekommen hat noch viel mehr. Ja, Ich habe die was ganzen gibt? Jahrzehnte zu wenig gelesen und ich wusste nicht, wie gut mir das tut und wie sehr es meinen Geist anregt. Ich. Du hast halt nur einen begrenzten Rahmen an Büchern. Ja, ich will wissen, was passiert ist. Ich will wissen, ob dieser
Borbarad recht hatte, so wie ich glaube. Ich glaube, dass er recht hatte. Er sagt das nicht vor Jandrik. Warum nicht? Dann geht die Diskussion wieder los und es kann sein, dass einer von euch beiden dann ein Kopf kürzer wird. Und ich fürchte, es ist Jandrik, weil du einfach mächtiger bist. Das meinte ich eben. Schneid das Thema mit Borbarad nicht bei ihm an. Er hat recht. Und irgendwo in dieser Stadt muss es Beweise dafür geben. Und das Für quält was? mich. Für was meinst du? Dass ich recht habe, dass Borbarad recht hat. Mit was soll Borbarad recht gehabt haben? Dass die Götter nur hochnäsige, mächtige Idioten sind, die uns an der Leine führen. Okay, jetzt, ich glaube jetzt, wenn du das Jandrik sagst, dann umarmt er dich und küsst dich. Es ist nämlich genau das, was er auch vertritt. Nein, tut er nicht. Tut er doch. Nein, Doch. Tut er nicht. Doch, er glaubt nicht an die Götter, er sagt, das sind auch nur Wesen, aber naja. Du hast Irgendwelche ihn noch Wesen. nicht verstanden. Es ist seine größte Angst, dass es so ist. Ja, naja. Ich halte an Rondra fest. Sie ist meine Stütze, von daher. Ihr habt das alles noch nicht verstanden. Guck hier. Blättert so ein Buch. Irgendwie zeigt ihr so. Ja, ach so, du kannst das ja nicht lesen. Also, hier steht es. Schön, dass es da steht. Komm jetzt, löst dich von deinen Büchern und iss was. Nein, nein, du verstehst nicht. Lena beugt sich vor und drückt dir einen Kuss auf den Mund. Halt den Mund. Und komm jetzt in die Küche. Nur wenn ich noch einen kriege. Da musst du mich schon fangen. Lena geht 3 Schritte rückwärts, um ihn rauszulocken. Mit einem Knacken erhebt sich Jandrik und folgt dir. Astanio, aber ja. Elena. Hm? Kein Wort. Alles gut. Deine Meinung ist deine Meinung. Aber wehe, du erwähnst es gegenüber meiner Tochter. Darüber reden wir noch. Nein. Keine Diskussion darüber. Ich habe ihn gefangen. Ja. Wo soll ich Feuer legen? Es gilt es noch rauszufinden. Hast du die Karte? Die Frage ist, wie wir vorgehen. Ja. Mora faltet die Karte in dem Moment auf dem Tisch aus. Wir sollten auf jeden Fall, ja, fangen wir an. Du hast da mehr Erfahrung von als ich. Kein bisschen, aber gut. Na gut, wir haben uns bisher ja schon darauf geeinigt, dass wir im Westen das Feuer starten und das Osttor offen halten, damit flüchtende Zivilisten den Weg nach draußen finden. Und im Westen ist natürlich auch die Unterbringung der Gardisten. Das heißt, da werden wir Schaden anrichten wollen. Und sie blickt auf die Karte und ihr Finger fährt über die einzelnen Straßen. Ich glaube, wir sollten uns das ansehen. Also nochmal zusammengefasst, wir wollen ein Feuer im Westen zünden. Ja. Und ein Tor im Osten öffnen. Das heißt, die Armee muss einmal rund um die Stadt? Die Flüchtenden könnten auf diese Weise hinaus, ohne dass sie von den Flammen abgeschnitten werden. Die Armee soll ja nicht unbedingt in die Stadt hinein. Ich dachte, das wäre das Ziel. Das Ziel ist es, die Flüchtenden herauszukriegen, weil wir sonst nicht angreifen werden. Das hat Borondria gesagt. Sie will nicht riskieren, dass die Flüchtenden zu weiteren Teilen der feindlichen Armee werden. Momentan Deswegen müssen gibt es wir gar die keine Flüchtenden. Bitte? Momentan gibt es doch noch gar keine Flüchtenden. Deswegen ja das Feuer, damit es welche gibt. Ach.
Leute fangen an zu flüchten, weil es brennt? Wenn das ein großes Feuer ist und das über alle Gebäude hinübergreift? Denkst du nicht? Wenn es so groß werden soll, dann gibt es Tote. Ja. Daran zweifelt niemand. Mindestens die Gardisten. Es gibt keinen Krieg ohne Tote. Ganz neue Erkenntnis. Wie schaffen wir es, dass das Tor offen ist? Das ist die Frage. Wer macht das und wie? Wie kommt man daran? Wird das bewacht? Ja, das ist die Frage. Und wie kann man es manipulieren, dass man es nicht wieder schließen kann? Es wird sehr gut bewacht. Beide Tore. Die Hoffnung ist, dass wenn es in der einen Seite der Stadt einen Brand gibt, Kräfte abgezogen werden, um ihn entweder zu löschen. Oder irgendwas sonst. Das weiß ich aber nicht. Ich glaube, in der momentanen Verfassung können wir dessen nicht sicher sein. Das fürchte ich auch. Was müsste passieren? Toter in dieser Stadt ist egal, weil entweder die Untoten oder die Geister weiter in Tagunitots Willen handeln. Meine Hoffnung, das ist das Problem. Meine Hoffnung war nämlich, dass man auf keinen Fall riskieren will, dass zu viele Leichname verbrennen. Deswegen ja das Feuer. Wenn das gar nichts bringt. Wir hatten auch überlegt, dass wenn die Untoten, wenn sie brennen, dann... Ganz genau. Dann stehen sie nicht mehr zur Verfügung. Damit schwächen wir die Armee. Aber wenn du jetzt sagst, gegen die Geister können ebenfalls kämpfen, dann ist das ein Problem. Dann sollen wir vielleicht die andere Möglichkeit oder den anderen Ansatz, den wir hatten, vielleicht mehr verfolgen. Welchen? Astanio, es war doch so, dass... Oder es war doch so, dass dieser Magiestrom hier irgendwie endet oder sich irgendwohin verdichtet. Er wird hier irgendwo absorbiert, ja. Vielleicht ist das der Punkt, auf den wir uns konzentrieren sollten. Vielleicht ist das der Punkt, der es dem Nekromantenrat möglich macht, diese Geister zu akquirieren. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, wenn du mich fragst. Wenn wir diesen Ort manipulieren können, ich glaube nicht, dass wir den einnehmen können, aber diesen Fluss, diesen Magiefluss irgendwie unterbrechen können oder so. Vielleicht schwächt das den Einfluss von Tagunitot hier und vielleicht führt das dann dazu, dass wir vielleicht auch die anderen Leute besser helfen können. Ich weiß es auch nicht, aber wenn das stimmt... Die Aufgabe war, die Leute aus der Stadt zu bringen. Ja. Uns aber du meinst... Ein paar Informationen, würde ich sagen. Ja. Was, Janik? Du meinst, dieses Ding, was da ist, könnte den Feind so schwächen, wenn wir es zerstören oder was auch immer. Naja, wenn der Nekromantenrat seine magische Quelle verliert, verliert er gleichzeitig die Möglichkeit, so viele Untote zu beherrschen. Sie würden frei werden, vielleicht sogar zerfallen. Auf jeden Fall nicht mehr auf ihren Willen hören. Dass wir müssen sie von dieser Quelle abschneiden. Ja. Dafür müssen wir wissen, wo sie ist. Findet man das heraus mit deinem Glas für die Augen? Mit diesem Monokel? Ich glaube, wir können einfach fragen, wo der Nekromantenrat sich immer aufhält. Ich glaube, das ist einfacher, oder? Ich glaube, das wird sich schneiden. Naja, wenn sie an dem Ort sitzen, wo diese Energie irgendwie gebündelt wird, dann ja. Ich kann dem gerne folgen. Oder einer von euch, ist ja egal. Ja, vielleicht kann man oben aus dem Fenster einen ersten Blick riskieren. Ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Nein. Aus dem Dachfenster hinaus. Dem Strom zu folgen ist ein bisschen schwieriger, als einfach nur aus einem Fenster zu gucken. Aber wenn es eine Energiequelle, ein Sammelpunkt gibt, ist es doch wie ein, müsste das doch fast wie ein Leuchtfeuer sein, oder? Das ist mir zu gerade das Bild, was ich dazu habe.
Nicht wirklich. Okay. Eher das Vielleicht musst Gegenteil. du dem nachgehen. Und wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben, wenn wir das kaputt machen wollen oder so. Vielleicht ist es auch etwas, was wir gar nicht kaputt machen können und dann machen wir uns hier Gedanken für nichts. Ja, das stimmt. Wir müssen herausfinden, mit was wir es zu tun haben. Darf ich Jede einen Vorschlag machen? Information wird Meint dem der Herr Vater von helfen. Mora. Gerne. Natürlich. Ich sag das nicht gerne. Aber vielleicht nehmt ihr jemanden gefangen oder so und quetscht ihn aus. Wer würde sich dafür eignen? Ich kenne ein Ratsmitglied, was relativ regelmäßig in eine Taverne ganz hier in der Nähe geht. Wenn wir ein Ratsmitglied gefangen nehmen. Ich glaube nicht, dass er an es rankommt, aber zumindest an einen seiner Vertrauten. Beobachtet ihn, findet heraus, mit wem er so redet, mit wem er Kontakt hat und vielleicht einen Leibwächter oder so. Das reicht doch schon. Das ist eine gute Idee. Das gibt auch nicht so viel Aufsehen, wie wenn er das Ratsmitglied nimmt. Ich wollte mich nämlich gerade dagegen aussprechen, um nicht den Kopf zu verlieren. Aber ja, so jemanden, der viel weiß. Also ist unsere eine Aufgabe, wir stellen das Feuer erstmal zurück. Wir finden heraus, was es mit diesem Ritual oder was auch immer das ist, zu tun hat. Aber gleichzeitig wollten wir ja auch noch den Widerstand in der Stadt anheizen. Ich schaue zum Vater. Du sagtest, du könntest uns mit Leuten zusammenbringen. Ja, könnte ich. Ich kann sie gerne zusammentrommeln, aber es ist ein jämmerlicher Haufen. Jeder, der helfen kann, ist etwas Gutes. Vielleicht brauchen wir ein Ablenkungsmanöver, vor allem, wenn wir nicht wissen, was wir genau vorhaben. Je mehr Hilfe wir haben, umso besser. Ja. Astanio Und knackt so mit dem Finger. Ich glaube, das Ablenkungsmanöver ist das Feuer immer noch ganz gut geeignet. ja, aber das Zumindest, schaffen wenn wir die nicht Leute alleine. nachgucken, was da passiert ist, auch wenn es da nicht so groß ist. Kannst du eine ganze Stadt mit einem Feuerball in Flammen werfen? Schaffst du das Nein. alleine? Also brauchen wir Hilfe. So oder so. Und seien es Leute, die die Leute aus den Häusern holen, Ganz genau. sie zum Stadtrat führen, weil Leute, die, wenn man einander kennt, dann vertraut man einander eher. Ich denke Und auch, dann. es ist wirkungsvoller, als wenn wir beide, ausgedeutet auf Elena, und sich von Tür zu Tür laufen. Leute, die sie aus der Stadt kennen, denen vertrauen sie eher. Deswegen sollen wir uns auf jeden Fall mit deinen Bekannten unterhalten. Ja. Das klingt doch nach was. Schauen wir uns doch gleich diese Taverne an, oder? Das ist definitiv eine Aufgabe für dich, Mora, und auch für dich, Jandrik. Ja, ich denke auch. Ich glaube, ich wäre da ziemlich ungeeignet. Dann schlage ich vor, dass wir zwei diesen Kerl suchen und befragen. Dabei lächelt er leicht. Und ihr nehmt Kontakt mit dem Widerstand, wie groß er auch immer sein möge, in der Stadt auf. Gut. Guter Plan. Und ich gehe mit Moras Vater mal schauen, wo man brennbares Material herkriegt. Mach Gut. das. Ja. Wo können wir denn den Widerstand finden? Oder schickst du sie zu uns? Wie wollen wir das machen? Ich werde ein Treffen hier arrangieren. Ich glaube, das ist am besten. Dann, wenn ich sie irgendwo anders zusammentrommel, dann ist das wieder eine Suche nach einem geordneten Platz. Okay, machen wir es so. Gut, dann hole ich mal meine Sachen.
Jandrik, auf ein Wort. Und sie nickt, dass er ihr folgt. Schaut sie kurz fragend an, aber dann nickt er und kommt hinterher. Sie geht wieder auf den Dachboden, wo sie alle übernachtet haben, und nestelt ein wenig an ihren Sachen, packt ein wenig, richtet sich dann auf. Ich glaube, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Für das unser kleines Streitgespräch, meinst du das? Ich möchte mich dafür entschuldigen, weil ich ein Idiot war. Ja, irgendwie schon. Ich war misstrauisch und habe dir die Worte im Mund verdreht, und weil ich einfach nicht. Weil ich immer das Schlimmste vermute, dass die Leute mich intrigieren, dass. Ich weiß nicht, so bin ich irgendwie. Ich hätte nie vermutet, dass mich einfach jemand mag. Einfach so. Ohne Hintergedanken und ohne mich hintergehen zu wollen. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Schaut sie an. Ich glaube, ich habe dich noch nie so stark wie jetzt gesehen. Ich fühle mich ganz und gar nicht stark, Henrik. Ich weiß, dass du das so siehst, aber die harte Schmugglerin raushängen lassen ist einfach. Das ist viel schwerer. Ich habe nie einen Grund gehabt. Du bist überhaupt nicht mein Typ, weißt du? Ich mag eigentlich süße Frauen, nette Frauen. Oh, versuchst du gerade Komplimente zu machen? Nämlich bewundern und solche Sachen. Unkomplizierte Frauen, die mit mir ins Bett gehen, weil sie mich gut aussehen finden und sich nicht daran stören, dass ich ein oberflächlicher Idiot bin. Aber ich das bin bist es. Du nicht, Henrik. Du bist vieles, aber ein Idiot kannst du schon mal sein. Aber oberflächlich? Ich glaube, das ist eine der vielen Masken, die du tragen kannst, wenn du willst. Und bei dir will ich sie nicht tragen. Bei keinem von euch, aber bei dir vor allem nicht. Ich habe keine Lust mehr, Masken zu tragen. Verstehst du? Das kann ich so gut verstehen, das glaubst du gar nicht. Ich kann dir gar nicht wirklich böse sein. Er tritt langsam näher. Sie tritt auch auf ihn zu. Seine Hand wandert zu ihrer Wange. Sie lässt es zu, und nach einem kurzen Moment schließt sie die Augen, atmet durch, lässt die Schultern ein wenig sinken. Den da. Den bereue ich auf keinen Fall. Und dann küsst er dich. Und sie küsst zurück. Szenenende. Ilina und Osko sind unterwegs. Haben wir einen Auftrag. Ja, das ist jetzt noch nicht als unterwegs verortet, sondern mehr so als, wir fragen noch gerade den Vater, wie lange es denn braucht, die Leute zusammenzutrommeln. Na, zum Abend machen. Ja, gut, dann würde ich sagen, Osko, gehen wir Richtung Tor? Das hätte ich auch vorgeschlagen, ja. Sollten wir uns das zumindest mal angucken. Gut. Ich habe schon alles hier, also ich brauche nicht noch mal rauf.
Ich Was ist bei dir? hatte die Sachen sowieso gepackt. Ach, beinahe gar nicht ausgezogen. Ja. Irgendwann bräuchte ich auch mal wieder ein Bad. Aber es kann warten. Draußen der Brunnen ist zwar kalt, aber. Na, vielleicht ist es auch von Vorteil. Vielleicht überdeckt das ein bisschen den Geruch des Lebens an mir. Also, vielleicht füge ich mich Ja. damit besser in die ganzen anderen Toten ein. Ja, aber so ein bisschen Frische nach der Nacht. Hat auch ganz gut. Wenn ihr so durch die Straßen lauft, seht ihr überall große Aushänge und könnt sowas, so eine Art, ja, Verbotsliste für die Anwohner euch zusammenreimen, weil nicht überall steht alles dasselbe drauf, aber es gibt so eine Art Kodex, nach dem die Einwohner leben sollen. Jegliche Abzeichen, Statuen, Insignien, geweihte Gegenstände, Bücher oder sonstiges der 12 Götter. Hierzu zählen auch Waffen, wie zum Beispiel ein bohrungefälliger Rabenschnabel, sind verboten. Strafe, Hinrichtung. Schließt du auch dieses Amulett von Osko ein, zum Beispiel. Ja, in dem Fall würde, also wenn Osgood das liest, würde er sich jetzt nicht sofort an den Hals greifen, aber er notiert schon so ein bisschen, das werde ich gleich abnehmen und irgendwo tief in meine Tasche packen. Eben vielleicht in ein Tuch oder so. Weiterhin verboten, und auch das betrifft Osko, Heilkräuter und alchemistische magische Heilmittel. Ich muss noch mal nach Hause gehen. Strafe, Konfiszierung zugunsten der Drachengarde. Ich muss auf jeden Fall nochmal zu Moors Vater. Denn Oswald schaut an sich herunter und er ist so wie immer eigentlich vorbereitet. Dann lass uns das jetzt tun. Ja. Verboten sind Gebete an andere Götter außer Tagunitot. Ist mir Geister, sowas von egal. Entitäten, nur das dunkle Pantheon, alle Erzdämonen und Borberat sind ausgenommen. Das ist ja super verwunderlich. Strafe, Hinrichtung. Jegliche Wappen des Mittelreiches und anderer freier Reiche verboten. Strafe, Hinrichtung. Die Vernichtung von Leichen, Verbrennung, Beerdigung oder ähnliches ist verboten. Bußgeld 50 Dukaten. Bei einer Beerdigung im Sinne Borons, Hinrichtung. Das Ausüben eines Handwerks, ohne Mitglied der entsprechenden Zunft zu sein, Strafe 10 Dukaten, Bußgeld oder einen Tag am Pranger. Für mich jetzt einmal als Kako. Karte ist so eine Goldmünze, ne? Ja. Das ist schon. Okay. Das Okay, ist das ist sau. ordentlich Geld. Das ist sau viel. Okay. Das ist viel Geld, ja. Sehr, sehr viel Geld. Zur Sicherheit sollte ich vielleicht doch einmal die Sachen wegbringen. Jetzt wird es noch Ja. einmal interessant. Verboten, Sabotage an den Verteidigungsanlagen. Strafe, Hinrichtung. Ja, Osgood liest sich das durch, nochmal so diese letzten Paragraphen. Na ja, gut, also wundern tut mich das jetzt nicht. Naja, wir haben ja damit gerechnet, dass ja, ich will das Fass nicht wieder aufmachen. Wir müssen nochmal zurückgehen. Zumindest ist es so wichtig, dass man es unter Strafe stellen muss. Ja. Wenn ihr weiter durch die Stadt stromert, könnt ihr noch ein paar Sachen zwischendurch aufschnappen. Ihr kriegt mit, dass die Stadtmauern und der Burggraben um die Stadt herum, der nachträglich ausgegraben, also vollständig ausgegraben ist, in gutem Zustand sind. Die Tore stehen Tag und Nacht offen und werden nur bei Angriffen geschlossen. So sagt man sich. Also sie sind eigentlich offen.
Sie können von innen mit einem schweren Metallriegel verschlossen werden. Auf den Wachtürmen, auf den Karten könntet ihr ja sehen, dass es ganz schön viele sind, auf den Mauern, gibt es Geschütze. Alle funktionsfähig. Neben der normalen gibt es auch spezielle Munition, die extra für den Angriff der westlichen Truppen hergestellt wurde. Hylaila Feuer, Hagelschlag und anderes. Also Hylaila Feuer ist das Feuer, was man nicht löschen kann. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob Osko das was sagt. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber Elena wahrscheinlich. Elena auf jeden Fall. Ja. Was hat das damit auf sich? Dort auf Hylaila Feuer? Das ist das, was man nicht löschen kann. Sowas wie ein Ölfeuer. Bei einem Gespräch auf dem Marktplatz bekommt ihr mit, dass in den Kellern unter den Häusern absichtlich Untote eingesperrt werden, die im Verteidigungsfall eine beträchtliche Menge an Kämpfern stellen sollen. Besonders in den Häusern nahe der Stadtmauer. Das ist sehr gut zu wissen. Wenn wir da eventuell da bei dem Tor waren, ist das also die, also wenn das Tor geschlossen ist, ist das eine Art Zugbrücke, die man nach oben ziehen kann, weil ja auch dann Graben drumherum ist? Oder? Ja. Okay. Und dann wird quasi das, also das funktioniert so, dass die dann hochgezogen wird und dann wird ein Riegel da durchgeschoben, dass das nicht mal geht. Okay. Und wenn ihr dann gerade mal bei dem Stadttor vorbeilauft und dann auch genau guckt, könnt ihr wiederum einen Magier belauschen, der sich mit einem der Stadtgardisten unterhält und bekommt aus dem Gespräch heraus, dass in dem Stadttoren selber, also in dieser Zugbrückentor, ein Dämon gebannt ist. Oh Gott. Der Dämon kann nicht agieren, es sei denn, ein magisch begabter Ausrufer kontrolliert ihn. Aber der Dämon verhindert, dass sich irgendjemand an den Toren zu schaffen macht. Ebenso werden Rammböcke oder sonst irgendwas halt angegriffen. Den Auslöser für die Dämonensicherung der Tore besitzt Lucardus von Kemet in Abwesenheit dessen Arnhild von Dabonia. Allerdings, wenn es die Ausrufer nicht gibt, können auch die Dämonen nicht eingreifen. Bei den Dämonen handelt es sich um Bragui und Zantim. Zumindest letzteres sagt Elena was. Das sind Kampfdämonen. Und zwar ganz üble. Also wenn da irgendwie jemand dran zu schaffen macht, der wird wahrscheinlich in der Luft zerfetzt. Der Osko merkt, dass Elena ziemlich sie weitergegangen sind, ziemlich auspustet. Also diese beiden, der Magier ist definitiv tief ein Fall für Marat oder für Jandrik oder Mora. Das heißt, um an das Tor ranzukommen, einerseits diesen Ausrufer erledigen, andererseits den Dämon, der immer noch im Tor ist, irgendwie versuchen zu bannen. Oder den Schlüssel von Arnhild holen. Oder diesen Schlüssel. Klar. Oder das. Ja, oder den Schlüssel von Arnhild holen. Ihr seht außerdem einen Aushang mit dem Konterfei von Arnhild. Also eine Zeichnung von ihr. Und wenn Mora und Jandrik unterwegs sind in der Taverne, können die auch noch ein paar Informationen abgreifen. In der Taverne tummeln sich geradezu Magier und Gardisten.
Die Taverne selbst ist nahe, vielleicht, nicht vielleicht, sondern ziemlich genau einen Häuserblock entfernt vom Tagunita-Tempel. Der ist das große Gebäude auf dem Richtplatz. Der Knochenpfad führt darauf in den Norden zu. Und deswegen kann man hier ganz viele Gespräche halt über die Stadtführung mitbekommen. Die Leute sind unzufrieden oder teilweise zufrieden, mal so, mit der Abwesenheit von Lucardus von Kemet, der wohl ziemlich überhastet abgereist ist. In seiner Abwesenheit führt Arnhild von Dabonia als Kommandant alle Truppen. Nur sie hat die notwendige Autorität und den notwendigen Respekt, um alle Verteidiger zu einen. Denn einige im Nekromantenrat sind sich auch nicht grün. Würde sie fehlen, gäbe es ziemliches Durcheinander in den Feindestruppen. Allerdings ist sie auch die oberste Anführerin und dementsprechend schwer an sie ranzukommen. Sie hält sich die meiste Zeit im Tagunitor-Tempel auf. Außerdem bekommt ihr mit von Gehilfen aus dem Nekromantenrat, von kleineren Magiern, dass sie ständig Experimente mit magischem Metall machen, mit Endurium. Und es gibt mehrere Gerüchte dazu, unter anderem, dass man versucht, eine magische Waffe zu schaffen und damit den Splitter der Dämonenkrone Borberats, der der Tagunitot-Gewehr geweiht ist, in diese Waffe einzupflegen. Das ist wohl das Vorhaben, was Lucardus von Kemet gehabt hat. Und angeblich soll das von einem gewissen Sulman Alvenisch ihm ans Herz gelegt worden sein, dass man das doch machen könnte. Und dieses Vorhaben hat er auch vorangetrieben. In einigen Gesprächen kann man dann abfallende oder abwertende, vor allen Dingen die Arnhild besonders toll finden, die sprechen sehr abwertend über Lucardus von Kemet, der sei ein Verrückter. Und wie ein und besessen davon, seine verstorbene Frau wiederzuholen. Und würde darüber hinaus alles das Wohl der Stadt gefährden. Und seien froh, dass er abgereist sei. Und das Wichtigste ist wohl, dass er tatsächlich bestätigen könnt, dass es einen Kraftfokus gibt in der Stadt. Einen magischen Kristall, den Lucardus von Kemet geschaffen hat, um die Kraftlinien in der Rabenmark zu bündeln, die magische Kraft der Kraftlinien zu bündeln. Und wo der genau ist? Weiß man das? Bitte? Nochmal. Wo der genau ist? Der befindet sich im Tagunitor-Tempel. Ein, wie er sagt, enger Vertrauter von Lucardus von Kemet. Und er wird dafür ausgelacht, weil er dann ja irgendwie, warum bist du dann nicht mit ihm mitgegangen und so, ne? Er brüstet sich aber jedenfalls damit, dass er ein enger Vertrauter von Lucardus von Kemet sei. Betont, dass Sulman Alvenisch eine sehr freundschaftliche Beziehung zu ihm gehabt hätte, zu Lucardus von Kemet. Und dass die irgendeine Art Vorhaben hatte, in das er allerdings nicht eingeweiht wurde. Irgendwas Wichtiges, was mit dem Splitter zu tun hat.
Den Splitter hat Lucardus von Kemet mitgenommen, als er aus der Stadt gegangen ist. Gerüchten zufolge ist er in den Süden gegangen, um mehr magische Kraft zu sammeln, um die Waffe fertigzustellen. Allerdings sagen andere Quellen, zum Beispiel dieser verwirrte Alte, der sagt, er wäre der beste Freund von Lucardus von Kemet, ungefähr, ne? Dass Lucardus dahin gegangen ist, weil er das Kind gefunden hat, was er so lange gesucht hat. Und als die Leute ihn dann fragen, was er denn mit dem Kind wolle, redet er sich raus und sagt, es ist so ein mächtiges Ritual. Und als man ihn dann fragt, was, kann er nur herumstammeln und dann schmeißt man ihn aus der Taverne. Und macht sich über ihn lächerlich. Draußen sind ein paar kräftigere Männer, die ihn dann auch noch in die Pferdetränke reinstumpen. Ich gebe Mora ein Zeichen und folge diesem Mann. Von oben bis unten nass tapert der über den Marktplatz. Also über die Straße Richtung Platz vor dem Tagunitor-Tempel. Das ist kein Marktplatz, das ist ein Richtplatz. Da sind Pranger zum Beispiel aufgestellt auch. Wie beiläufig folgen wir dem Mann und schließen ganz langsam aber sicher zu ihm auf. Ja, das ist kein Problem. Er hat ein bisschen was über den Durst getrunken. Hat sich ordentlich einen ausgeben lassen als bester Freund von Lucardus von Kemet. Genau deswegen haben ihn wahrscheinlich auch die Leute nachher rausgeschmissen, weil er nur noch Unsinn erzählt hat anscheinend. Oder angeblich. Wenn er in irgendeiner Gasse ist, wo wir sicher sein können, dass uns niemand sieht, dann würde ich zuschlagen, dass er ihn packen und in die Dunkelheit drücken, in den Mund zu halten. Ganz ruhig. Ganz still, alles gut. Dir passiert nichts, wir wollen uns nur ein bisschen mit dir unterhalten. Ich mach die Hand ein bisschen weg, aber er spürt eine Waffe in der Magengegend. Alles gut? Folgendes. Ich erkläre dir, wie das hier läuft. Ich stelle dir ein paar Fragen. Die beantwortest du. Wenn du die nicht beantwortest, dann stellt sie dir ein paar Fragen und ich sage dir, das möchtest du nicht. Verstanden? Die Hand ist schon weg. Klar. Ihr wisst ja gar nicht, mit wem ihr euch anlegt. Ich bin der beste Freund von Lucardus von Kemet. Ja, deswegen wollen wir ja so gerne mit dir reden, bester Freund von Lucardus von Kemet. Du hast eine Menge Blödsinn erzählt den Tag über. Das ist auch gar kein Problem. Aber weißt du, wir sind auch gute Freunde von Lucardus. Und du hast da eine Sache gesagt, die hat mich interessiert. Hm? Er sei auf dem Weg zu einem Kind. Wohin? In den Süden. Aber wohin? Genau. Zu der Kraftquelle im Süden. Al-Zul. Und dieses Kind, über das weißt du nichts? Es ist, man nennt sie die Tränenlose. Wo hat er sie her? Nach ihr gesucht.
Und wo hat er sie gefunden? Irgendwo im Westen. Ich schaue zu Mora. Ein kurzer Blick. Irgend so eine Hexe. Jetzt hebt Mora eine Augenbraue. Welche Hexe? Du das weißt war, noch das mehr. Weiß ich nicht. Ich merke mir doch nicht jeden Namen von jeder Hexe, da wäre ich ja viel zu tun hier. Und wofür genau braucht er das Kind? Er will damit seine Frau wiederbeleben. Ganz einfach. Dagunitot kriegt das in die Seele des Mädchens und er kriegt seine Frau wieder. Warum ausgerechnet dieses Kind? Das weiß ich nicht. Verstehe. Der Tempel. Kommst du da rein? Klar. Ihr doch auch, oder nicht? Wir waren eine Weile nicht mehr hier. Vielleicht haben sich die Gebräuche ja geändert. Muss man irgendwas beachten, wenn man hinein will? Naja, ein paar Silber für den Opferstock. Verstehe. Schau wieder zu Mora. Alternativ kannst du auch einen Toten mitbringen. Ah, interessante Idee. Ich schaue ihn an. Hey, der Blick gefällt mir nicht. Gut. Ich glaube, mehr bringt er uns nicht, oder? Nein. Hau ab. Wenn du jemandem erzählst, dass wir mit dir gesprochen haben, werden sie dir eh nicht glauben. Und ich schicke ihn weg. Ja, verneigt, macht so eine kurze angedeutete Verneigung, stolpert dann einmal über seine Füße, landet im Dreck, rappelt sich wieder auf und läuft dann davon. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Aber der Mann, er ist so betrunken, ihm glaubt eh keiner irgendwas. Wie kannst du ihn gehen lassen? Weil ich gerade keine Lust habe, jemanden zu töten. Mir geht das einfach viel zu gut dafür. Und wenn er uns verrät? Dann erzählt ein Besoffener, dass er in den Gassen von irgendjemand... Und noch nicht mal ausgeraubt wurde. Ja, sehr glaubwürdig. Okay. Gut, gut. Ich hätte es anders gemacht. Ich weiß. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich würde mir diesen Kristall gerne mal anschauen. Man kann ja einfach in diesen Tempel rein, so wie es sich anhört. Dann schauen wir mal, auf wen sehen. Noch jemanden zu entführen, halte ich für unklug. Das ist zu auffällig, weil wen auch immer wir jetzt entführen, müssen wir dann wirklich töten. Dann haben wir eine Leiche und was weiß ich noch alles. Und die wollen wir ja vermeiden. Aber unabhängig davon, ob Boron das will oder nicht. Der schaut vage nach oben. Egal. Gehen wir zum Tempel, würde ich sagen. Einfach mal ein bisschen Sightseeing. Und dann, sie folgt ihm. Ja, wir gehen zum Tempel. Auf dem Platz vor dem Tempel ist, wie gesagt, der Pranger und auch ein Galgenpodest aufgebaut. An dem Galgen baumeln auch noch ein paar. Und im Pranger steckt da jemand? Ja, ganz schön viele. Okay. Auch hier könnt ihr dann wieder die Aushänge irgendwie sehen, was die wohl gemacht haben. Die meisten davon sind da, weil sie ein Handwerk ausgeübt haben, ohne der Gilde anzugehören. Aha. Mora spürt jetzt, dass Jandrik spürt jetzt, dass Mora dicht neben ihm geht und seine Hand nimmt
Und ihr Blick wandert über die Leute am Pranger. Und du merkst richtig, wie sie sich fast schon in deine Hand klammert. Wir werden sie alle befreien. Jeden Einzelnen. Ich habe sowas schon mal versucht, jemanden aus dem Pranger zu befreien. Und dann gab es auch ein Feuer. Und dann sind viele Leute gestorben, die mir wichtig waren. Ich verstehe. Keiner kann garantieren, dass sie alle überleben. Ich weiß, ich weiß. Das ist eine so schmutzige Sache hier. Ich will hoffen, dass Borondria nicht recht hatte. Und unsere Seelen alle schon verloren sind. Was auch immer das heißt, ne? Was auch immer das bedeutet. Das werden wir erst rausfinden, wenn Boron unsere Seelen holt. Er schaut in Richtung Tempel. Sein großes, ausladendes Gebäude. Wir würden vielleicht in unserer Realität sagen, gotischen Baustils, also mit vielen Verzierungen und vielen Fenstern und bunten Fenstern. Und ein großes Tor, was offen steht, mit großen Flügeltüren verziert. Und ihr erwartet, dass man in den Tempel hineinschauen kann durch dieses riesige Tor. Es ist wirklich so groß, dass man da auch einen Wagen oder sowas reinfahren könnte. Aber als ihr da rein dazwischen die Türpfosten, also die Torpfosten schaut, seht ihr nur Schwärze. Ja, wir gehen mal drauf zu. Sollen wir da wirklich rein? Niemand hält euch auf, da sind Leute irgendwie, laufen da irgendwie rum. Keiner betritt allerdings diese Schwärze. Keiner kommt daraus hervor oder so. Aber gibt es irgendeinen anderen Eingang noch? Oder es müssen ja Leute irgendwo reingehen. Wenn ihr einmal drum herum lauft, seht ihr natürlich noch einige andere Türen, aber die sind alle verschlossen. Davon hat der Blödmann aber nichts erzählt. Ich weiß auch nicht. Es gibt nur diesen Weg. Ich versuche mal in mich reinzuhören. Was ich noch einen Kontakt zu meinem Gott habe, was auch immer das sein möge. Wie fühlt sich dieser Ort für mich an? Dir läuft ein Schauer über den Rücken, über die Arme. Gänsehaut bläht sich ein. Vielleicht sogar ein leichtes Unwohlsein an der Magengegend. Wenn du wirklich in dich hineinfühlst und für dich selbst ein kleines Gebet sprichst oder sowas, hast du das Gefühl, dass irgendetwas Kraft aus dir herauszieht und das sich dann darin äußert, dass du so leicht aufstoßen musst und dir dein Haferschleim von morgens wieder hochkommt. Dieser Ort ist böse. Und auch jetzt ist der Griff um Moras Hand ebenfalls etwas fester. Aber wir müssen sehen, was da drin ist. Ja, wir haben keine Wahl. Gut. Zusammen. Ja, zusammen. Und dann gehen sie darauf zu und hindurch. Wenn ihr übrigens nochmal außen rum gelaufen seid, sind ja, habe ich ja gesagt, ganz viele bunte Fenster. Vielleicht versucht ihr auch mal einen Blick irgendwie durch diese Buntglasfenster hindurch, aber dann merkt ihr auch ganz schnell, dass irgendetwas tiefschwarzes hinter diesen Fenstern ist. Und wenn die Sonne so ein bisschen auf das Glas hin drauf scheint, wird der Sonnenstrahl quasi so vom Glas gebrochen und ihr seht, dass die Schwärze hinter dem Glas sofort das Licht verschluckt.
Ja, es hilft nichts. Hinein. Wir gehen hinein. Betretet den Tagunitor-Tempel durch die Schwärze am Eingangstor und habt das Gefühl, in einen zähen, tärigen Bereich zu laufen. Es ist so, als wäre diese Schwärze, diese Dunkelheit um euch herum manifestiert und hätte Substanz bekommen. Und dann tretet ihr irgendwann wieder in ein helles, von Fackeln und Kerzen, vor allen Dingen von Kerzen erleuchtetes, riesiges Gebäude, ein riesiger Raum. Eine große Halle, bestimmt 20 Schritt weit. An den Wänden überall Schwärze. Hinter euch Schwärze. Und während an den Haltern, die aus dieser Schwärze herausragen, nicht Kerzen angebracht und würden hier brennen, wäre es hier drin stockduster. Und was sich hier drin ebenfalls befindet, sind Leiber. Dutzende, vielleicht sogar Hunderte. Dicht gedrängt. Starr nach vorne schauend, ein großer Altar, fast schon ein Thron, der auf einer Empore aufgebaut ist. Ein dicker, süßlicher Geruch liegt in der Luft. Duftkerzen. Schwerer, dicklicher, unwirklicher Geruch, der alles verdeckt, was von diesen Leibern herkommt. Denn als ihr euch dem ersten nähert, seht ihr schon, dass eine Hälfte des Gesichtes abgefault ist. Und Stehen die da alle quasi? während die Duftkerzen nicht, würde es hier wahrscheinlich nach Tod und Verwesung riechen. Und die stehen da alle, ja. Widerlich. Im vorderen Bereich, hinter dem Thron, seht ihr große Blutflecken auf Steinblöcken. Circa ein Schritt hoch, zwei Schritt lang. Wieder fast willkürlich angeordnet vor dem Gornochenthron, auf dem eine Statuette sitzt, einer Frau in einem langen, ausladenden Kleid mit tiefem Ausschnitt. Eine junge Frau mit Lächeln und einem gönnerhaften Blick. Mora tritt langsam auf diese Opferblöcke zu, betrachtet alles, versucht aber auch nichts zu berühren. Lässt den Blick ein wenig schweifen, aber in ihren Augen sieht man blankes Entsetzen. Willkommen im Tempel der Tagunitotze. Hört ihr von eurer rechten Seite und blickt dorthin und seht ein großes, ausladendes Schreibpult, hinter dem sich wohl eine kleine, dickliche Gestalt verborgen hatte, die jetzt hinter dem Schreibpult hervorschaut, eine große Schreibfeder in der Hand hat und eine große Schriftrolle in der anderen. Wie sind die Namen und wie viel Spenden darf ich aufschreiben? Andre kramt in seiner Börse und holt ein paar Silber. Der Mann hat ja gesagt, ein paar Silbertaler soll man zahlen und die holt er auch hervor. Und Mora wird Münzen aus ihrer also. Starre gerissen und tut es. Jandrik gleich. Sie kramt in ihren Taschen und ein paar Silberlinge holt sie heraus. Ich bin Udolf und das ist meine Frau Jasma. Das ist was alles, was wir haben. Willkommen im Hause der dunklen Mutter. Dankeschön, Dankeschön. Die dunkle Mutter vergelt jede Spende.
zu Vergelt's. Und Mora legt dem Mann. Und in dem Moment, als Jandrik und Mora die Münzen in die Hand oder in die Opferschale des Mannes hineinpurzeln lassen, zumindest Jandrik hat ein ganz starkes, Mora ein leichtes Ahnung eines Gefühls, aber Jandrik hat ein starkes Gefühl, dass irgendetwas in dir, an dir zerrt. Irgendwas sieht das überhaupt nicht gerne, was du da gerade gemacht hast. Oh, mein Magen wieder. Ist Ihnen nicht gut, oder was? Haben Sie ihn Mora hergebracht, weil er krank ist? Vielleicht stirbt er ja bald, das wäre hervorragend. Nee, ich glaube, ja, ihn plagt der Magen öfters und... Sollen wir sein Leid beenden? Moment mal, nein. Noch steht mir geht's gut. Bein. Mit deinem schlimmen Magen ist nicht zu spaßen. So eine so hübsche Frau findet bestimmt bald auch jemand anderen mit einem heilen Magen. Das sind nur die roten Kartoffeln, die vertrage ich so schlecht. Wir waren hier noch nie. Könnt ihr uns vielleicht erklären, was hier das alles ist? Dies ist das Haus der dunklen Mutter. Ja, das weiß ich schon, aber da ist der Altar, ja, und wir hörten von einem mächtigen Kleinod, das hier aufbewahrt sein soll. Davor wollten wir beten. Für den Wagen. Ja, Das haben Sie in der Taverne gesagt. Ja, haben Sie. Nicht wahr, Schatz? Ja, haben Sie gesagt. Und mir diese schrecklichen Kartoffeln vorgesetzt. Scheußliche Kartoffeln. Ein Kleinod. Da wurde gesagt, ein Stein, haben Sie gesagt, nicht? Haben Sie gesagt? So ein Zauberstein. Genau. Ah, vielleicht meint ihr den Knochenhomunkulus. Hier im Tempel. Ja, der ist da vorne auf dem Altar. Oh, dann gehen wir da mal hin, ja. Und Mora versucht sie so ein bisschen in die Richtung zu drängen. Oder es soll so aussehen wie ein Drängen. Ist ja gut, Schatz. Du weißt, wenn ich mag, ich kann nicht so schnell. Oh. Ja, das du immer mit den Kartoffeln. Ja, ich kann ja nichts dafür. Die haben gesagt, es wären schwarze Kartoffeln, dann waren es rote Kartoffeln. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verkaufen wollt? Wenn du mir wegstirbst, muss ich mir wirklich einen neuen suchen. Und sie knallt so ein bisschen in die Seite. Er läuft so hinter Jandrik her und zieht dann irgendwie aus seiner Tasche so einen Zollstock heraus. Hält den so an ihn. Hey! Der ist ja ziemlich gut gebaut. Ich könnte 5 Dukaten zahlen. 5 Dukaten, das ist er wirklich nicht. Da ist er mindestens das Dreifache wert. Hey, Moment mal. So, jetzt ist mal Schluss. Und, 15 Dukaten. Jetzt, aber noch atmet er. Jetzt ist es an mir, meiner Frau zu packen und mit mir zu ziehen. Los, schnell, wir wollten doch beten. Ich verkaufen wollen, soweit kommt's noch. Du frisst mir die Haare vom Kopf weg. Und ja, aber doch. Zieht ihn mit. Wenn ihr es euch anders überlegt, ich habe hier noch ein Opferdolch. Ja, sehr schön, danke. Für die Frau würden wir 10 Dukaten geben übrigens. Ach. Ich hab nichts mit Magen. Ah, sind hübsch. Innerlich und? Erschüttert es mich allerdings bei dem ganzen Gespräch. Und mehrfach ertappe ich mich, wie meine Hand zu einem Dolch wandert, aber dann, ja, dann ziehe ich sie wieder zu mir. Los. Wenn ihr die Halle entlang lauft, könnt ihr nun auch irgendwie große Haufen von Leichen erkennen, die vorne noch neben den Emporen liegen. Und dieses sie zu und mir Mora ziehen muss einmal würgen. Hatte auch den Grund, dass Jandrik ihre Nähe sucht und wieder ihre Hand nun fasst und er schaut an den Leichen vorbei. Neben den Steinen, mit diesen blutverschmierten Steinen, findet ihr außerdem noch eine weitere in Schwarzgestalt, in schwarze Kutten gekleidete Frau, die mit einem großen Wischmopp gerade eine von diesen rötlichen Pfützen wegzumachen scheint. Und gerade so ein paar Gedärme in die Hand nimmt und die in so einen Eimer reinplatschen lässt. Jandrik murmelt zu sich selbst. Oskar hat recht. Es ist völlig egal, was sie sind.
Solange sie nicht das hier sind. Und dann kann ich euch helfen? Verzeihung, die letzte Opferung ist noch nicht so lange her. Ja. Wir wollten diesen Stein sehen. Stein? Was für ein Stein? Den Zauberstein. Genau. Zauberstein, Zauberstein? Es hieß, in der Taverne hat einer gesagt, ich gebe hier einen Zauberstein, der alle Krankheiten heilt. Gib deinen Knochen. Da vorne auf dem Altar. Ah. Ein Knochen? Jetzt ja, der Zauber, der Knochenhomunculus. Das haben ist sie das nicht gesagt. Den der große Erzhexer, oder wie er heißt, gemacht hat? Genau, davon haben sie gesagt. Lucardus von Kemet, ja. Genau, oh. Den haben sie gesagt, ja. Der. Mhm. Der hat diesen Stein gemacht, haben sie gesagt. Ich glaube schon. Und wenn ich da bete, habe ich keinen Bauchweh mehr? Vielleicht. Gut. Das versuchen wir, Schatz. Komm. Ja. Naja, wartet. Ich muss noch hier den Stein, kurz. Du holst so noch so ein paar Sachen so hinter dem Stein hervor und platscht wieder in den Eimer. Und trollt sich dann zur Seite weg. Und auf dem großen Altar in der Mitte steht tatsächlich so ein großer Oberschenkelknochen. Der aber so kein leicht Kristall. Glimmt. Okay. Und haben Sie? Wir dieses Monokel-Ding dabei? Wenn du das Daniel abgequatscht hast, ja, könnte sein, ja. Ich will mich mal so stellen, dass ich irgendwie so stehe, dass vielleicht Mora zwischen mir und diesen Leuten steht und man mich nicht so gut sieht. Und dann gehe ich in die Knie, weil ich ja beten will, und dann schaue ich mal durch dieses Ding. Dann siehst du überall magische Energien in diesem Raum. Du wirst fast geblendet davon. Siehst dann aber auch den Strom der Magie, als du dich dran gewöhnt hast, und der im Boden versackt. Unter uns? Mhm. Da, wo dieser Knochen ist, ja. Oder woanders? Im Boden. Aber bei dem Knochen bündelt sich nichts. Da ist auch Magie, aber da versackt es nicht. Also hat nichts miteinander zu tun. Okay. Und dann hört ihr eine Stimme von hinter euch. So, so. Kartoffel. Mora blickt kurz über die Schulter. Wer spricht da? Eine schwarzhaarige Gestalt mit einer schwarzen Magierrobe. Langes schwarzes Haar. Und jetzt, wo er dich anblickt, glimmende Augen. Mora. Sulman Alvenisch, habt ihr schon einmal gesehen? Jandriks Schulter. Und drückt sie. Ich schaue in die Richtung. Erst wollte ich mich verbergen, aber ich habe die Stimme erkannt und so gucke ich rüber. Was für ein schöner Tag. Es führt euch in den Tempel, mein Tagunitots. Ein bisschen. Wir schauen uns ein bisschen um. Wir hörten, es gibt einige Sehenswürdigkeiten in der Stadt. Den Tempel hat man uns empfohlen. Es soll einen Knochen geben, der Magenschmerzen heilt. Er deutet auf den Altar. Heilen würde ich das jetzt nicht nennen, aber. Und die Leute haben gesagt, dann sind alle Schmerzen weg. Wusstet ihr da nicht, dass Heilung hier verboten ist in der Stadt? Wir sind auch nicht von hier. Dachte ich mir. Hier ist einiges verboten. Und Mora blickt auf diesen Mann und blickt zum Ausgang und versucht, alle Fluchtmöglichkeiten zu erörtern. Oriandrik hat wie schon gut, geschaut. Gut, dass ich dem guten Oriander vorne an der Tür ein paar gute
Münzen zugesteckt hat, dass er schnell vergessen hat, dass ihr Heilung wolltet. Dann hab Dank dafür. Fragest du mal, was ich dafür bekomme, dass ich so gutherzig bin? Ich glaube, ihr habt garantiert schon ein paar Ideen. Was kostet denn eure Gutherzigkeit? Ich weiß nicht, ob ich euch noch vertrauen kann, nach dem, was ihr die letzten Male gemacht habt. Das letzte Mal habt ihr mich mal beim Handel betrogen. Das war nicht wir. Ich war völlig auf diesen Handel eingerichtet. Ich kann nichts dafür, wenn ein alter, verwirrter Mann Blödsinn macht. Also nur seine Schuld. Soweit es mal mich betrifft, habe ich keine Händel mit euch. Aber ich frage mich, was ihr von uns wollt. Immer wieder taucht ihr auf, um irgendwelche Gespräche zu führen, die keinen Sinn machen. Irgendwelche Dinge zu wollen, die nicht klar formuliert werden. Sinn zu drohen und dann doch Unsinn wieder nicht. Ist nun etwas, das im Auge des Betrachters liegt, oder nicht? Ja. Ihr habt ein bisschen einen Vorteil uns gegenüber, denn wir wissen, denn ihr wisst, auf welcher Seite wir stehen, aber was ihr wollt, weiß niemand. Das würde ich ganz gerne so lassen. Glaube ich. Dann schlage ich einfach Folgendes vor. Vielen Dank für die Hilfe, die Ungebetene. Und wir gehen unsere Wege. Und niemand macht hier eine wunderliche Szene in diesem Tempel. Wie weit ist das her weg? Wer weiß das schon so genau? Du. Ich bin hier. Also woher soll ich wissen, was das hertreibt? Vielleicht sind sie gerade im Begriff anzugreifen. Vielleicht sind sie wieder nach Hause gegangen, weil ihnen das alles zu langweilig wird. Ich hoffe nicht. Vielleicht essen sie rote Kartoffeln und haben alle Magenschmerzen, auch möglich. Man weiß es nicht. Wenn ich eins über dieses Heer gelernt habe, dann, dass man nie weiß, was es als nächstes tun wird. Aber es kann nicht so schwierig sein, wenn man überall sein kann, einfach mal vorbeizugucken und zu schauen, wo sie sich befinden. Ich weiß nicht, was ich da helfen soll. Ich bin hier mehr, um die Schönheiten dieser Stadt zu bewundern. Die Schönheiten dieser Stadt. Und bei diesem Wort hat er ausschließlich Mora angeschaut. Die lässt ihren Blick aber nicht von Alvinich. Anscheinend hat die Schönheit nur Augen für mich. Ich habe einfach gerne Dinge, die mir gefährlich werden könnten, im Blick. Ich habe es schon einmal gesagt und ich wiederhole mich. Ihr tut genau das, was ich von euch erwarte. Und ich wollte nur sicher gehen, dass auch alles in Ordnung ist. Und ihr immer noch das tut, was ich... Naja, ihr wisst schon. Nö, das wissen wir gerade nicht. Aber da wir es auch nicht wissen, ist es uns auch egal. Naja, ihr habt das Heer hierher geführt. Wir haben ein bisschen geholfen. Blickt sich so ein Heer macht in der Regel, was es will. Er blickt sich so um und die Luft beginnt so ein bisschen zu flirren. Wäre doch schade, wenn jemand durch die Leichenhalle da hinten ins Innere des Gebäudes gelangen würde, wenn die Schlacht vorbei ist. Aber Vorsicht! Wenn ihr da runtergeht.
findet ihr vielleicht das, was ihr sucht. Aber ihr findet auch Albträume. Ich hatte heute schon einen ziemlich albigen. Ich glaube, ich komme damit klar. Ich weiß, dass ihr den Stein zerstören wollt jetzt, aber ihr kommt da nicht heran. Warum nicht? Er ist zu gut geschützt. Durch was? Die Träume. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr versucht, dorthin zu gelangen. Und irgendwann werdet ihr das tun. Aber ich könnte euch einen weiteren Handel anbieten. Um euch zu helfen. Warum solltet ihr das tun? Weil wir auf derselben Seite stehen. Noch. Nein, weil ich ein neugieriger Kerl bin. Was für ein Handel. Meine Seite. Nein, was ist das für ein Handel? Ihr wollt die Kraftquelle des Steins unterbrechen, indem ihr ihn zerstört. Das schafft ihr nicht ohne meine Hilfe. Ich helfe euch. Zumindest die Kraft für eine gewisse Zeit auszuschalten. Und dafür dafür tötet ihr Lucardus von Kemet. Moros Blick wandert zu Jandrik und dann zu Albenig. Guter Mann, ihr müsst verstehen, dass ihr momentan alles Mögliche behaupten könnt. Woher weiß ich denn, dass ich nicht da einfach runtergehen kann und diesen Stein zerstören kann? Ich habe nur euer Wort dafür und dafür soll ich ein Menschenleben nehmen. Schon vergessen? Ich bin ein Diener Borons, kein Mörder. Sicher. Tut euch keinen Zwang an, versucht in den hinteren Bereich zu gelangen. Wenn ihr einmal da reingetreten seid, kann selbst ich euch nicht mehr helfen. Zumindest jetzt nicht. Der alte Mann mag ein Spinner sein und ein Verrückter und gemeingefährlich und noch viele andere unschmeichelhafte Dinge, die mir gerade nicht einfallen. Aber wenn der alte Mann kein Bündnis mit euch eingeht, dann tue ich es auch nicht. Eher frieren die Niederhöllen zu. War das klar und deutlich genug? Ihr seid schon längst ein Bündnis mit mir eingegangen. Ihr wisst es nur nicht. Danke fürs Gespräch. Darf ich jetzt bitte wieder beten? Ich habe Bauchschmerzen. Solange ihr nicht um Heilung betet? Komm, wir gehen. Ja. Oriander, diese Leute sind fertig mit ihrem Gebet. Könntest du sie hinausführen? Sicher. Sicher. Kommt, kommt. Hier geht's lang. Vorsicht, wenn ihr nach draußen tretet. Ich glaube, es ist sonnig draußen. Ekelig. Bah. Und
Ohne auf ihn zu hören, tritt sie durch das Schwarz hinaus. Jendrik folgt. Mit dem ersten Sonnenstrahlen, die euch auf der anderen Seite wieder erwarten, verlassen wir die Rabenmark dann für heute. Schauen uns dann beim nächsten Mal an, was Osko, Elena noch zu berichten haben. Und Astanio natürlich nicht vergessen. Oh ja. Ja, so einfach wird es nicht hier. Mann, ich wollte gerade sagen, von wegen, wir gehen in die Stadt, wir befreien die Stadt. Brennen alles einfach nieder, gut. Das war doch absehbar. In der Titel, Dämonenstadt. Ja, an jeder Ecke. Es ist kompliziert. Ja. Bisschen. Dieser Albinich. Ja. Wir haben schon ein Bündnis. Nicht, dass ich wüsste. Ja, der Typ geht mir auch ein bisschen auf den Senkel, ehrlich gesagt. Minimal. Sag doch einfach, was du willst. Stell Forderungen. Macht er ja eh. Er macht ja eh, was er will. Also, das ist so sinnlos immer irgendwie. Ja. Wir machen kein Bündnis mit dir. Ihr habt schon längst ein Bündnis. Aber du wolltest doch gerade ein Bündnis mit uns. Ja. Oh. Er wollte, dass ihr Lucardus von Kemet tötet. Ja. Vor allem, er will von uns Sachen, die wir sowieso machen, auf kurz oder lang. Ja, aber das wollte ich halt nicht laut aussprechen. Weil sich Jura denkt sich... Woran könnte das liegen? Warte doch einfach, aber können wir auch machen, ohne uns mit dir zu verbrüdern. Chill mal, genau. Wenn er uns sich mit uns verbündet, wenn wir ihm in unsere Seelen verkaufen, hat er mehr Chancen, unsere Seelen zu kriegen, dass sie nicht an Bohren unter die einen der anderen Götter gehen, sondern an ihn. Wir werden so leben, was es soll. Ja, er kriegt ja keine Seelen, er sammelt die ja nur für Taguni. Stimmt, er sammelt die, ja. Ja, da hat er eh seine eigenen Pläne. Ja, irgendwas halt läuft da. Ja, irgendwas läuft da, genau. Ja. Ach ja. Ihr seid der will garantiert Tagunitot stürzen. Eigentlich spielt er uns damit ziemlich in die Hände. Aber ich habe keinen Bock, dass irgendwer wieder sich zum Gott aufschwingt. Und ja, auf irgend sowas läuft es hinaus. Ja, ja. Ich finde das ja immer sehr interessant. So ein bisschen Fähnlein im Wind spielt er ja manchmal schon, ne? So, manchmal so irgendwie, ach, ich töte keine Menschen, dann wieder doch und dann wieder nicht. Ja, je nachdem, mit wem man spricht. Ja, gut, aber es ist überhaupt keine Menschen zu töten. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen dem, was man sagt und dem, was man tut, ne? Naja, genau, ja. Ich meine, dass ihr noch keine Menschen getötet hättet, das ist ja nun auch nicht richtig. Ich muss dem ja auch nicht einmal meine Karten auf den Tisch legen. Wie gesagt, ich habe in dem Moment gedacht, ja, den bringe ich sowieso noch um. Was willst du jetzt, ein Deal mit mir? Ja. Eben, genau das. Aber das muss ich ihm ja nicht sagen. Ja. Ja. Sammelt er ausschließlich für der Tagunitot oder hat er noch andere Abnehmer? Nee, der hat keine anderen Abnehmer. Suman Alvenisch ist der Seelensammler für Tagunitot, so wie es Golgari für Boron ist. Ja. Respektive der Dämon, der ihn besessen hat, ja eigentlich, ne? Ja, genau, ja. Während die Raven. Kann nicht einfach eine Person mal eine Person sein? Aber nein. Der ist ja eine Person. Das ist so. Vielleicht ist das ja auch sein Problem, denn die Raven ist halt an diese Welt gebunden. Ne? Ja. Weil, wie wir in Elinas Prelude mitbekommen haben, die Beschwörung von ihm ein bisschen fehlgeleitet wurde. Ja. Leicht interveniert wurde. Da ist was gehörig schief gegangen und seitdem wandelt dieser Dämon auf Dere. Ja. Bietet uns immer wieder Kooperationen so an. Dann stresst irgendwelche unbescholtenen Revolutionären. Genau, richtig. So was. Ja. Unbescholtene Revolutionäre, das ist auch Schönes. Ja. Total unbescholten. Auf jeden Fall haben Elena und Osko haben jetzt ja jede Menge Ansatzpunkte, wie man die Verteidigung der Stadt irgendwie schwächen kann. Ja. Osko muss schon wieder einen Dämonen bannen, oh Gott. Ah, ja. Übung macht den Meister. Ja, genau. Du hast ja auch noch den anderen dabei, der ja auch belesen ist in der Monologie neuerdings. Unseren alten Herrn. Der richtig steile Thesen heute mal rausgehauen hat.
wo ich mir dachte, wo ist das Schwert und warum rollt sein Kopf noch nicht? Sowas Ilena in der hat, es war ja auch nicht das erste Mal, dass er das so gesagt hat, ne? Ja, aber in dieser Deutlichkeit, da ist mir als Spielerin erstmal alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, ich habe mich auch jetzt so, ihm keine zu klatschen. Ich wollte das jetzt oder irgendwie. Das hat, ich hätte, aber, das hat er vorher genau. Ja auch schon gesagt, mit, als er ja, mit der Bürgermeisterin irgendwie gesprochen hatte und so. Ja. Aber jetzt geht er ja total steil in dieser Rolle. Das ist bedenklich, meine Freunde. Das ist mehr als bedenklich. Ja. Ja. Wie gesagt, soll das bloß nicht meiner Tochter erzählen. Ich würde sagen. Werden wir sehen, Junge. Nein, also, werden wir nicht. Ich hoffe, dass der Ossi damit konform geht, was ich Astanio jetzt so in den Mund gelegt habe. Aber ja. Es dieser Aspekt des Charakters muss auch mal irgendwie an den Tag treten. Ich fand schon, dass er das auch schon mal so gespielt hatte eigentlich. Ja, das, sonst hätte ich das auch nicht so gemacht. Und ich meine auch, er hätte das mal so gesagt, dass er das ein bisschen forcieren will noch, ein bisschen mehr. Ja. Ja. Wenn nicht, muss er jetzt mit leben, wenn er das nicht wollte. Ja. Aber es ist irgendwie auch das Ausgesprochene, irgendwie diese ausgesprochene Erkenntnis zwischen Astanio und Jandrik, was da ist und so, das ist halt auch nochmal wichtig gewesen. Ja. Ja, ein bisschen schade, dass er nicht da war, weil das wäre tatsächlich ganz spannend geworden jetzt, ja. 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 Ist ja jetzt aber auch nur irgendwie über nur im Gespräch mit Osko gewesen. Genau, ja. Und nicht direkt. Ja. Das Direkte fehlt halt immer noch. Der scheut das ja auch immer noch. Also zumindest habe ich das ja jetzt so gemacht. Ja, das ist auch, glaube ich, noch so ein bisschen. Und auch das hatte uns der Ossi ja gesagt, dass er auch die Nähe von Osko irgendwie, also dass Astanio die Nähe von Osko deswegen auch suchen wollte. Mhm. Ja. Gut, können wir die Aufnahme auch schon starten, ne? Ali hat alles auch richtig gut beschrieben, Place to be. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob ich das so gut beschrieben habe. Ja, eben nicht. Eben kein Place to be. Das ist doch hübsch da. Ist halt eine, irgendwie Heilung ist verboten. Warum wohl, ne? Ja, klar. Ja, das war auch sehr schön. Das hatte ich als Spieler komplett vergessen, aber es passt auch zu Jandrik, dass ihm das halt auch nicht einfällt. Ja, ihr hattet die Info ja gar nicht. Die hab ich ja gut, aber man hätte sich denken können, ne? Man hätte sich denken können eigentlich, ja. Ja, ich sag mal, in der Situation, wo wir uns das da durchgelesen haben, er war das jetzt auch vorausgesucht. Ja gut, okay, er gibt schon Sinn, ne? Also aus der Recording Perspektive. Stopped. Klar. Ja, also mir hat es wieder Spaß gemacht. Ja. Müsst ihr jetzt ein bisschen schauen, wie ihr die Truppen vorbereitet, aber das kriegt ihr alles auch richtig, richtig gut hin. Und ich denke auch, der Tempel ist auch nicht sicher. Aber ihr wisst, dass da definitiv was ist. Also man kann Jandrik jetzt ja nicht so anteasern und dann. Der ist nicht das letzte Mal da gewesen, glaube ich. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich lehne das auch an diesem Tempel vorbei mit so einem großen Abstand. Ja, dass wir da überhaupt reingegangen sind. Und ich dachte mir so, boah, das ist dezent widerlich. Und dann sagt nochmal, Jandrik müsste seine Aussage nochmal wiederholen, dass diese Gottheit hier zu Recht ist. Ja, das hat er den Widerwärtigkeiten, die da sind. Auch gedacht dann. Das hat er ja dann auch gesagt, ja, tatsächlich. Ja. Naja, gut. Aber so philosophische Gespräche gehören ja zu unserer Runde immer mit dazu. Vielen Dank übrigens heute für die unglaublich vielen Follows und den Hype-Train. Und so, ich bin überwältigt, auch für den Raid, vielen, vielen Dank. Den habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, weil ich zwischendurch irgendwie im Abenteuer geblättert habe. Da ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen, Asche auf mein Haupt. Vielen, 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 vielen Dank für sowas. Ich schaue jetzt auch gleich nochmal nach, wen wir denn raiden können. Und währenddessen machen meine SpielerInnen mal ein bisschen Werbung für sich selbst, würde ich sagen, weil da gibt es ordentlich Werbung zu machen. Kako, fang an. Na, okay. Tatsächlich, eigentlich wird es bei mir auch, gab es mal in letzter Zeit regelmäßig Streams, hauptsächlich eine lange Zeit im Bereich Tabletop, aber auch seit letztem oder Ende letzten Jahres auch wieder im Bereich Rollenspiel, auch zusammen mit der Sierra zusammen. Da ich allerdings noch gerade eine Klausurphase habe, ist das noch ein bisschen gerade ausgesetzt, aber ich denke mal, nach der Klausurphase wird es dann auch wieder richtig anlaufen. Genau, da läuft nämlich gerade eine
Eine Rollenspielrunde, wo wir uns in die alte Welt von Warhammer Fantasy begeben haben. Genau. Mache ich einfach mal weiter, weil ich ja dort als Spielerin zu sehen war. Und genau, wenn ihr mich sehen wollt und mehr von mir sehen wollt, dann entweder auf Instagram, Sierra-Streams, oder beim einzig wahren Kako auf dem Kanal als Spielerin und hoffentlich dort auch bald als Spielleiterin, weil ich habe vor über einem Jahr versprochen, oder waren es zwei? Na egal. Vor fast 2 Jahren versprochen, dass ich mal leite auf seinem Kanal. Und das werde ich jetzt einlösen. Und da gibt es dann Vampire the Masquerade zu sehen. Und genau. Auch zu sehen. Und zwar. Jetzt muss ich. Moment. Nee, da. Da ist die Elanor. Wo sieht man dich? Ja, jetzt. Ja, hauptsächlich hier bei Koali, aber jetzt gestern und vorgestern habe ich bei Zeitiger auf dem Kanal gespielt. Da läuft aktuell wieder eine Wesen-Kampagne. Es wird noch etwas dauern, bis das auf YouTube hochgeladen wird bei ihm, weil wir Internetprobleme hatten. Genau, bei Zeitiger, der streamt hier auf Twitch und auf gleichem Namen auf YouTube. In der Wesen-Kampagne sonst ein bisschen auf Instagram, da ist es aber jetzt momentan auch ruhiger. Da mache ich aber meistens halt Werbung für diese Runde. Genau, und sonst ist es recht ruhig bei mir. Ich habe bisher nur ein Video gemacht. Aber was ist denn, Marot? Wie läuft es bei deinem Projekt? Ja, ruhig ist nicht der richtige Ausdruck. Bei mir ist gerade so eine kleine Kreativitätsexplosion. Ich produziere es tatsächlich relativ viel. Ich habe immer, also jeden Freitag kommt ja Pompeji weiterhin. Das läuft ja jetzt mittlerweile Folge 7, habe ich schon. Und da kommen auch noch ein paar. Um die 14 etwa, ich weiß noch nicht genau. Aber was jetzt auch gerade anläuft, ist, dass ich jetzt mal endlich meinen YouTube-Kanal ein bisschen mehr Liebe gebe. Und bin ich zurzeit am Rumexperimentieren mit KI-Sachen, vor allem KI-Bilder natürlich, weil ich da total, das ist für mich wie die Befreiung der Kreativität selbst aus meiner Sicht. Und da ist es kein unproblematisches Thema, aber ich feiere es halt und mache da jetzt verschiedene Sachen. Ich habe mit einer KI zum Beispiel Rollenspiel gespielt. Also ich habe geleitet, sie hat gespielt. Das war ganz witzig. Da könnt ihr mal auf cool. YouTube schauen. Und ich habe außerdem jetzt gerade vor dieser Runde was ein neues Projekt gestartet und veröffentlicht. Das ist quasi meine Version eines Actual Plays. Allerdings sieht das anders aus, als man das so normalerweise kennt. Schaut einfach mal rein. Das ist Material, eine Reise in eine fremde Welt und eine ganz andere Interpretation, wie man ein Actual Play aufziehen kann. Ja, schaut vorbei. Ich freue mich über euch. Du bist mute, Koali. Genau. Ossis Kanal verlinke ich euch auch noch, obwohl der jetzt nicht da ist. Da findet man auch immer wieder ein paar Sachen und Zeug und so. Und wir sehen uns dann in dieser Konstellation in 2 Wochen wieder. Und wenn mich nicht alles täuscht, warte mal. Mal kurz in meinen Kalender schwingsen. Ich glaube, nächste Woche noch nicht. Doch, genau. Oh, wir sind ja schon so weit fortgeschritten im Februar. Nächste Woche Sonntag könnt ihr auch wieder hier auf diesem Kanal sein, denn dann beginnt die Kampagne mit der anderen Gruppe, ebenfalls in Aventurien. Eine neue Kampagne, zu der wir die Preludes schon gespielt haben im Dezember und davor. Und jetzt sind alle Umzüge vonstatten, alle sind wieder da, wo sie hingehören und haben Platz und Zeit für Rollenspiel. Und dann gucken wir doch mal uns ein bisschen was an über die Elfen in Aventurien. Und apropos Elfen in Aventurien, morgen gibt es einen neulichen Aventurien-Podcast zu Elfen in Aventurien auch noch. Also jede Menge Elfen-Content demnächst auf meinem Kanal. Genau, und ich habe auch jemanden gefunden, den wir raiden können. Der hat popeligen einen Zuschauer, das können wir ändern. Ja, das ist der Niklas Schier, der macht immer Zocken für Jesus. Das ist ein Pastor, der spielt Spiele auf Twitch. Und sein Motto ist Zocken für Jesus und der spielt gerade Skyrim. Also joint mal rein und sagt Heil Satan oder sowas. Gucken, was er macht oder so. Vielleicht nicht. Vielleicht bitte. Einfach mal eine Konversation nicht beginnen. Benehmt euch bitte, bitte.
Nein, der ist ganz nett. Ich wollte auch mal ein Rollenspielprojekt mit ihm zusammen machen. Das ist leider nie zustande gekommen, richtig. Aber der ist voll ultra nett und grüßt ihn schön von mir. Und schaut euch das mal an, wie er Skyrim spielt. Bis dann. Tschüss. 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 Ah. Tschüss. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.